Sonntag ist der zweite Doppelpasstag. Herzlich willkommen. Neunter Spieltag. Und der erste kleine Dämpfer für Borussia Dortmund. Ein unnötiges Gegentor kurz vor Schluss. Und damit nur ein 2:2 gegen Hertha BSC. Und wenn man patzt in der Liga, ja, dann sind die Bayern sofort wieder dran am Start. Souveräner Sieg in Mainz, auch wenn es nur 2:1 ausgegangen ist. Jetzt nur noch 2 Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund. Was wird sich am Ende durchsetzen? Der Hurra-Fußballer? Hurra-Fußball des BVB oder der Ballbesitzfußball des deutschen Meisters? Von oben nach ganz, ganz unten. Eieiei. Trainerwechsel vor 2 Spieltagen hat in Stuttgart bisher gar nichts gebracht. 0 Punkte, 0 Tore. Zum zweiten Mal eine 0:4-Klatsche. VfB Stuttgart stimmt es vorne und hinten nicht. Und warum das so ist, das verrät uns heute der Präsident Wolfgang Dietrich. Und dazu begrüßen wir den Torwart von Mainz 05, René Adler. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ist ja keine einfache Situation. Ja, da darf man auch schon mal im Vorab Danke sagen. Sie wissen ja noch gar nicht, was auf Sie zukommt. Schauen wir vielleicht auf die entscheidende Szene gestern im Spiel. Ich hätte gerne Ihre Bewertung zu der roten Karte, die dann ja erst nach Videobeweis zustande gekommen ist. Ja klar, die rote Karte kann man geben. Hätte auch eine gelbe geben können, klar. Aber in unserer Situation ist klar, wir kriegen die rote. Das passt gerade in die Gesamtsituation, wo wir gerade stehen. Aber ja, es ist so, wie es ist und wir müssen damit klarkommen. War das der Schlüssel für die Niederlage? Es war der Schlüssel, weiß ich nicht, aber es war schon einer der Schlüssel. Und das, kurz davor hatten wir eine riesige Chance zum 1:0, dann das dazu, also 0:1 für uns, dann dieses Ding dazu. Und dann gegen so eine laufstarke Truppe wie Hoffenheim mit 10 Mann war schon schwierig. Aber die Mannschaft hat in der ersten Halbzeit gezeigt, dass sie will und kann. Aber dann ist eben irgendwann das nicht mehr gereicht. Meistens nur eine Halbzeit beim VfB. Warum das ist, besprechen wir gleich. Ja. René, wir haben im Archiv gekramt, ne? Ach. Ich habe eben gefragt, Mensch, schon wieder eine neue Frisur. Jetzt schauen Sie mal. 2007. Was hast du zur Frise zu sagen? Ja, das ist die gesamte Palette dabei, ne? Jetzt gehe ich hier mit kurzen Haaren. Damals war es modern. Leicht gefärbt? Nee, ich würde lügen, wenn ich sage, es ist natural. Das war dein Debüt damals, ne? Ja, genau, so richtig. Es war 2008. Ja, sensationelles Spiel gewesen, dass wir das dann am Ende durch Kies, der war ja letztes Jahr da, letzte Woche da, entscheide das Spiel dann noch 0:1 auf Schalke. Gibt nicht mehr zu sagen. Du hast alles gehalten, aber stimmt die Statistik oder hast du es nur so empfunden? Ich kenne die Statistik nicht. Ich habe sie auch nicht gefälscht. Doch, aber, einiges, ja. Gut. Schön, dass du da bist. Unsere weiteren Gäste heute Morgen. Er hat schon Stuttgart trainiert, Schalke und zuletzt Union Berlin. Jens Keller. Der freie Journalist Oliver Trust. Morgen. Der Sportschau-Chef vom WDR, Steffen Simon. Und Premiere, freue mich ganz, ganz besonders. Unsere Sport1-Expertin ist da, Celia Sasic. So, wie immer gibt es schon eine Erfrischung. Wir kennen das. Keine Sorge. Ist alkoholfrei. Also, ne? Gibt uns Kraft für die nächsten 2,5 Stunden. Und Ruth ist natürlich auch wieder da. Guten Morgen, Ruth. Schönen guten Morgen, hallo. Ja. Das ist natürlich ein Horrorszenario für jeden Trainer, mit 2:0-Klatschen beim neuen Club zu starten. Markus Weinzierl hat den VfB auf dem letzten Tabellenplatz übernommen. Er kann natürlich in 2 Spielen auch keine Wunder vollbringen. Und auch wenn die Gegner Dortmund und Hoffenheim hießen, zeigt das aber deutlich, wie viel da beim VfB im Argen ist. Obwohl sie doch so ambitioniert gestartet sind. Sie haben ja die letzte Saison auf dem 7. Tabellenplatz abgeschlossen, haben sich kräftig verstärkt, wollten also weit kommen. Aber man sieht, es funktioniert nicht. Und woran liegt das? Das wollen wir von Ihnen wissen. Liebe Zuschauer,
Zuschauer. Unsere Frage der Woche: Wer ist schuld am Absturz des VfB? Rufen Sie uns an unter der 01379 011 011. Schreiben Sie uns via Facebook und Twitter. Und Sie kennen ja auch unser Live-Voting auf sport1.de/mittendrin. Da dürfen Sie auch gerne wieder Ihre Meinung kundtun. Wir freuen uns, wenn Sie mit in der Sendung dabei sind. Und jetzt gehen wir aber erstmal vom Tabellenkeller hoch an die Tabellenspitze. Thomas, bitte. Mhm. Danke schön, Ruth. Du hast ja letzte Woche gesagt, wir müssen das Phrasenschwein mehr füttern. Ich fange schon mal damit an, einer meiner Lieblingsphrasen: Die Tabelle lügt nicht. Also Borussia Dortmund Erster, die Bayern knapp dahinter. Und es sieht aus, als könnte sich wirklich mal wieder ein spannender Meisterschaftskampf entwickeln. Und das, obwohl beide Vereine doch recht unterschiedliche Ansätze haben. Jung, frisch und ungestüm gegen erfahren, abgeklärt und souverän. Die einen im Schnitt gerade mal 25, die anderen glatte 3 Jahre älter. Der BVB. Wild, temporeich und spektakulär. Die Dortmunder mit Fußball von höchster Intensität und dabei erzielen sie Tore, viele Tore, schöne Tore. Anders der FC Bayern. Unaufgeregt, kontrolliert und verlässlich. Die Münchner erzielen nicht so viele Tore, aber auch schöne Tore mit Stil, geprägt von chirurgischer Präzision. Die einen, eine Wundertüte, Verlass ist hier nur auf den Spaß, den sie bereitet, und auf den Wow-Faktor, wenn zum Beispiel ein 18-Jähriger einen Doppelpack schnürt. Die anderen, Musterbeispiel für Ökonomie und Spielkontrolle. Unaufgeregt, geduldig und clever, nur in Glanz erstrahlen sie nicht. Dass gestern in der Nachspielzeit die Unbedarftheit eines 19-Jährigen den Vorsprung auf die Bayern hat dahinschmelzen lassen, passt zu diesem BVB. Dabei sehnen sich sogar die rekordmeisterlichen Fans nach 6 Titeln in Folge nach mehr Spannung in der Liga. Also bitte mehr von diesem tollen Duell, über dem die alles entscheidende Frage steht: Welcher Stil setzt sich am Ende durch? So, erst einmal meine 3 Euro hier rein. Jetzt formulieren wir es erstmal anders. Welcher Stil gefällt dir denn besser? Ja, mir gefällt der Umschaltstil von Dortmund deutlich besser als das Ballbesitzspiel. Ja. Okay, wie ist es bei euch, René? Ja, ich glaube, dass das Spiel von Dortmund aktuell viel, viel ansehnlicher ist. Auch natürlich durch diese jungen Wilden. Ich habe die Bayern gestern selber gesehen gegen uns. Die tun sich schon schwer. Also unterm Strich gewinnen sie die Spiele. Aber es ist auch nicht mehr diese Leichtigkeit da, die man von den Bayern gewohnt war. Aber was bringt den Erfolg? Auf Dauer wird man sehen. Also ich denke, Dortmund, klar, ist für die Fans, für die Leute draußen, wie René schon sagte, sehr, sehr ansehnlich. Die machen sehr viel Spaß. Es ist auch die Frage, ob man das eben eine ganze Saison so durchziehen kann mit dieser Power, mit dieser Intensität und vor allem mit dieser Präzision und diesen Torabschluss, den sie momentan haben. Also das haben die Dortmunder den Bayern im Augenblick einfach voraus, dass sie diese vielen schnellen Spieler integriert haben in ihr Spiel. Und das ist eine Aufgabe, die die Bayern noch vor sich haben und gerade dabei sind, das zu machen. Jetzt spielt in Dortmund Götze plötzlich wieder, der immer als zu langsam galt, trotz seiner Fähigkeiten. Und bei den Münchnern sieht man so langsam, denke ich, dass es auch in eine ähnliche Richtung geht, wenn dann Coman und Tolisso und solche Leute wiederkommen. Dann wird es auch für einen Thomas Müller leichter werden und auch für einen Thiago, die jetzt nicht gerade als die größten Sprinter bekannt sind. Mhm. Letztes Jahr war es ja so, Steffen, dass der BVB auch gut gestartet ist. Und dann kam auf einmal der Einbruch. Warum kommt er dieses Jahr nicht? Das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Unter Peter Bosch haben sie einen Hurra-Fußball ohne Absicherung gespielt. Man hat auch gemerkt, dass die Mannschaft da nicht wirklich hintersteht. Bei Lucien Favre dürfen wir nicht vergessen, es ging ja nicht mit Hurra-Fußball los. Gegen Greuther Fürth scheiden die beinahe in der ersten Pokalrunde aus. In Hoffenheim haben sie nicht wirklich überzeugt. Das war auch holperig. Und jetzt läuft es aber immer besser. Die Kurve geht eindeutig nach oben. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass Dortmund auf keinen Fall einbrechen wird. Ihr habt es jetzt so schön verglichen mit den beiden Spielen an diesem Spieltag. Man darf nicht vergessen, dass, ohne den Mainzern jetzt zu nahe treten zu wollen, aber Hertha ist im Moment echt eine andere Ansage. Und man kann genauso draus drehen, dass die Dortmunder viel erfolgreicher gegen Hertha gespielt haben als die Bayern, weil die haben nämlich verloren und Dortmund hat wenigstens einen Punkt geholt gegen die. Was sagst du aus Berliner Sicht? Ich bin zufällig Berliner, also vielleicht sehe ich das auch. Ist nicht aufgefallen. Ganz Gehen wir mal rein ins Spiel. Und zwar der Shootingstar, kann man eigentlich sagen, Sancho, ne? Celia, oder? Ja, für Hast mich. Hast du das auf dem Zettel?
das ist für mich ein sehr erfrischender Spieler in der Bundesliga, was er da für Sachen macht im 16er mit dem Tempo, Dribbling. Gefällt mir gut. Jens, für dich abseits? Videoassistent greift ein, für mich nicht, allein weil das Tor so schön war. Ja, aber ich glaube schon, dass es ganz knapp war. Dafür haben wir ja den Videoassistent. Ja, dass er, ja. Wobei im Zweifel natürlich. Ich finde, es ist ganz deutlich zu sehen. Ja. Dass wieder die blaue Brille ist. Na, guck mal hier, jetzt an. Oh. Gibt es das eigentlich noch im Zweifel für den Angreifer? Bitte? Gibt es das noch im Zweifel für den Angreifer? Im Zweifel für den Angreifer? Ja, aber durch den Videobeweis war er ja schon der Schritt vorne. Jetzt. Das ist eine kalibrierte Linie da. Sag mal so, wenn du zahlst, 3 Euro, weil das ist eine Phrase eigentlich. 3 Euro? Ja, dann führen wir das wieder ein, oder? Hoffentlich. Was sagen Sie, Herr Dietrich? Hoffentlich hast du genug gewechselt. In der Situation, meine ich? Diese Szene zeigt ja, dass der Videobeweis grundsätzlich schon Sinn macht. Letztendlich hätte es ein Schiedsrichter gar nicht so erkennen können in der Situation. Und das war, meine ich, erst abseits. Mhm. Und damit ist es so zurecht nicht gegeben worden. Wie sehen Sie denn Dortmund? Sie haben ja auch leidvolle Erfahrungen gemacht. Ja, wir haben ja gegen beide gespielt. Bayern noch in einer absoluten Topform damals im zweiten Spiel. Und die haben beide mal richtig gezeigt, wie Topfußball funktioniert. Deswegen kann ich schlecht sagen, aber ich glaube einfach, wir sind nach einem Viertel der Saison jetzt erst. Und da ist jede Vorhersage noch schwierig. Letztes Jahr, unabhängig wer als Trainer ist, natürlich gibt es viele Dinge. Ich glaube einfach mal, wartet mal ab. Ich glaube, am Ende wird sich zeigen, was besser ist. Ich glaube schon, dass Bayern am Ende wieder vorne sein wird. Aber es tut der Liga gut, wenn jetzt mal ein bisschen mehr passiert, ein bisschen mehr Konkurrenz entsteht, auch oben an der Spitze, nicht nur unten. Deswegen glaube ich, tut es ja ganz gut, wenn da ein bisschen drüber diskutiert wird. Unten müssen wir natürlich noch drüber reden. Ja. Ne? Ja. Aber 29 Tore, Olli? Ich meine, das ist schon eine Ansage, ne? Ja, das ist erfrischend und großartig, wie die das spielen. Aber wie gesagt, der Favre hat das wirklich hingekriegt, dass das auf einer gesunden, soliden Basis passiert, die ganze Geschichte. Deswegen spielen diese beiden Männer auf der Sechs oder im zentralen Mittelfeld vor der Abwehr Delaney und Witzel einfach eine entscheidende Rolle. Wir schauen aufs 1-0, das dann gezählt hat. Erzähl dir deine Analyse zu dieser Szene. Da ist Mario Götze übrigens, bereitet das wunderbar vor. Ne? Ja, Hertha hat natürlich auch sehr hoch verteidigt. Das wollte, glaube ich, Dardai auch von Anfang an so machen. Da muss man natürlich damit rechnen, dass Dortmund mit so schnellen Spielern, dass es auch nach hinten losgehen kann. Die spielen alles mit einem Kontakt und wissen auch genau, welche Räume frei sind, welche sie anzulaufen haben. Und dann geht das einfach ruckzuck. Die stehen da vorne dann mit Reus und Sancho und wird dann einfach sauber abgeschlossen. Also musst du mir wieder erklären, Jens, warum, wenn ich weiß, dass Dortmund so schnelle Spieler hat, warum verteidige ich dann so hoch? Ja gut, weil man sich gleich unter Druck setzen will. Man weiß, sie haben aber auch ballsichere Spieler. Ja, du hast mit Reus auch, wenn du um 16er steckt, die Bälle trotzdem durch oder sie gehen im 1 gegen 1. Und deshalb wollte Dardai, denke ich, die Mannschaft weit von ihrem Tor weg haben. Aber was mich am meisten hier freut, ist Mario Götze. Der hat die letzten Wochen so viel auf die Ohren bekommen. Und da sieht man seine Qualität, so ein Pass spielt nicht jeder und das freut mich für ihn ungemein, dass er jetzt auch mit in der Mühle mit drin ist und gute Leistungen zeigt. Im ersten Moment habe ich gedacht, er wird immer langsamer, ne? Aber es war genau richtig, ne? Damit hat er besser Ballkontrolle gehabt. Ne? Uneigennützig, ich glaube, er hat auch einfach das Timing genau abgepasst, dass der Mitspieler mitlaufen kann und Jens hat es gerade gesagt, also ein Pass, diesen Timing in dieser Schärfe genau abzupassen, das spielt nicht jeder, also das ist eine Riesenqualität von Mario und ja. Wir haben in letzter Zeit häufig darüber diskutiert, dieser Fußball, der so schnell ist und so weiter, da passieren aber auch einige Fehler, ne? Wenn wir mal auf den Ausgleich gucken. Den Pass von Dahoud. Das bestraft dann der Gegner genauso, ne, Jens, oder? Ja gut, es ist aber ein Pass 70 Meter vom eigenen Tor weg. Da hat man genügend Zeit, das Ding zu verteidigen. Ja, aber solche Fehler passieren auch, wenn man nicht so schnell spielt. Also das ist ein Fehler 70 Meter weg vom Tor. Der kann passieren, aber da muss man dann hinten natürlich schon eine bessere Absicherung haben. Ist die hier nicht? Aber, naja gut. Nein, ich Witzel läuft da ein bisschen hinterher dann, ne? Ja, nur die linke Seite war auch offensiv mit Hakimi war enorm weit vorne. Und so ein Ballverlust ist das Risiko. Aber trotzdem ist es einfach im Moment schön zu sehen, wie Dortmund spielt. 2-1, Celio. An 11 Toren sind sie schon beteiligt. Wir haben den 9. Spieltag.
also auch da Wahnsinn. Hakimi, er findet auch genau da exakt den Moment, wann er spielen muss, Reus die Lücke. Da darf man natürlich auch nicht unterschätzen, dass Götze diesen Weg von der einen Seite komplett rüber macht und dadurch eben den Weg frei macht für Reus, der den dann natürlich dann auch eiskalt ausnutzt. Können wir hier nochmal, kannst du es nochmal zeigen? Genau da. Und von Reus natürlich ganz clever gemacht. Das ja, aber er kommt von drüben der Weg, rüber. Ja, aber den Ball, der nimmt den Gegenspieler mit, ob er das natürlich jetzt bewusst gemacht hat, um die Lücke zu reißen. Aber Reus erkennt das und Hakimi spielt den Ball genau in dem Moment da rein. Und ob Reus jetzt den Ball rumspielen wollte oder aufs Tor spielen wollte. Aber wir sind uns schon einig, dass er den selbst machen wollte oder nicht. Glaubt jemand was anderes? Steffen? Nee. Ich finde es übrigens faszinierend, diese Personalie Sancho, weil das ist ja wirklich so ein Stück weit eine Lücke im englischen System. Das ist relativ klar, dass sie irgendwann mal einen Titel holen werden im Erwachsenenbereich, wenn man diesen Rückschluss von Erfolgen im Jugendfußball auf Welt- und Europameisterschaften macht. Die Spanier haben da jahrelang dominiert, unsere 09er U21 Europameister sind Weltmeister geworden. Im Moment räumen die Engländer alles im Nachwuchsbereich ab. Und die haben aber in den Premier League-Clubs keinen Platz für diese Superstars, die da nachwachsen, für diese 17-Jährigen. Das ist Sancho in Dortmund, das ist Nelson in Hoffenheim. Und ich könnte mir vorstellen, dass da noch mehr kommen. Und die Jungs, die begeistern mich. Das ist wirklich toll. Aber da war gerade so ein bisschen der Vergleich machen. Dortmund, Bayern. Bayern hat den Spieler nicht, oder? Oder ist es Coman? Der ist ja schon ein bisschen länger da auch. Ne? Ja, das ist ja auch das, was viel diskutiert wird. Die haben so ein Stück weit diesen Generationswechsel auch verpasst. Ich habe jetzt eine interessante Theorie gelesen. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Ne? Die Bayern machen das extra, damit die Liga wieder spannend bleibt oder wird. Was hältst du davon? Das kann ich mir jetzt ganz schwer vorstellen. Ne? Wobei, dann vielen Dank. Man darf nicht vergessen, Bayern hat natürlich Felix Magath hat es gesagt. Jetzt fällt es mir wieder ein. So, ja, das habe ich gerade überlegt, ja, der Felix. Es ist ja nicht so, dass Bayern keine jungen Spieler hat. Mit Gnabry, Coman, Goretzka sind ja auch junge, dynamische Spieler da. Coman jetzt verletzt, aber auch Gnabry hat eine tolle Entwicklung gemacht und ist ja ähnlich einzustufen wie jetzt Sancho. Also die haben ja, um das ein bisschen anzuschieben, man kann ja über diese Pressekonferenz denken, was man will. Und die war mit Sicherheit nicht gut gemacht. Aber sie hat auch intern, glaube ich, mehr Wirkung gezeigt, als wir glauben von außen. Aber da haben wir so viel drüber gesprochen. Die lassen wir heute mal außen vor sein. Seien wir nicht böse. Gehen wir noch zum Spiel zurück. René Langkamp, ja. Ist das Unerfahrenheit? Was ist das? Ja. Ah nee, das haben wir jetzt eine Chance. Ja, sie sind die ganzen Chancen verwertet. Aber das ist auch symptomatisch. Ich meine, Dortmund hatte vermehrt die Chancen, auch Rafael Guerrero vorher das Spiel zu entscheiden. Und das ist der Klassiker. Also das ist auch Unerfahrenheit, dass man das Spiel dann nicht entscheidet schon und einfach dem Gegner die Chance gibt, in der Nachspielzeit das Spiel noch auszugleichen. Und ja, zu der Szene kommen wir ja gleich. Obwohl, den haben auch schon erfahrene Spieler versemmelt, ne? So ist es nicht, oder? Hat das wirklich was damit zu tun? Fall, ja. Celia, hat das so schon... Also ich glaube, das ist grundsätzlich einfach, dass Bruno Larsson da nicht das gemacht hat, was er sollte, was er wollte. Und ob das jetzt in deinem technischer Fehler? Er hat den Ball einfach nicht so getroffen, wie er wollte. Also ich meine, technisch ist er normalerweise auf der Höhe und auch gut genug, um den reinzumachen, das ist ganz klar. So, und jetzt kommt die Szene, die du meinst, ne? Die zum Ausgleich geführt hat. Du war eigentlich Vorsenke, ne? Genau, du warst der Verteidiger, war davor, verliert dann den Zweikampf. Und das ist dann schon noch ein bisschen ungestüm. Dann stellt sich mir immer die Frage, wenn du dann dahinter bist, lässt ihn laufen, gibst dann deinem Torwart das Vertrauen, aus dem Winkel das 1 gegen 1 zu lösen. Aber der Fehler passiert davor. Er war davor und ja, sagen wir es Unerfahrenheit. Auf jeden Fall ist es ein Abwehrfehler, aber völlig normal, wenn man so jung ist. Was hättest du ihm denn jetzt gesagt, wenn du im Tor gestanden hättest? Hättest du den Elfmeter gehalten. Nein. Oder so. Es ist immer einfach, hier zu sitzen und darüber zu sprechen oder im Nachhinein. Aber ich glaube, dass über solche Situationen auch im Training gesprochen werden soll. Wir hatten öfter die Situation, auch wenn ein Gegenspieler aus spitzen Winkel kommt, wo ich sage, lass den laufen. Das muss ich dann als Torhüter machen. Deckt lieber drinnen die Spieler in der Mitte ab, weil die machen das Tor. Du meinst, weil er nicht frontal auf dich zukommt, ja, sondern genau, von der Seite? Ja, genau. Es ist natürlich schwieriger, aus dem Winkel für den Spieler, wie man auch sieht bei Marco Reus, das Tor zu machen. Da müssen halt die Abwehrspieler dafür sorgen, dass in der Mitte, wie hier es passiert, die Spieler gedeckt werden. Das 1 gegen 1 aus dem Winkel, wenn er mich dann überwindet als Torwart, dann muss ich sagen, okay, dann habe ich meinen Teil dazu nicht beigetragen.
Oder er hat ihn einfach auch mal gut geschossen, das kann ja auch mal passieren. Das kann auch passieren, aber... Aber nicht bei dir, okay, mal verstanden. Gut. Ja, bitte. Wir gucken mal, was sich im Netz zu dem Thema tut. Also bleibt die Spannung. Wer ist da vorne auf? So ein bisschen natürlich erhoffen sich ganz viele Fans, dass es eben spannend bleibt bis zum Schluss. Und der BVB begeistert momentan. Das ist klar. Hier zum Beispiel heißt es, ich hoffe, dem BVB geht nicht im Laufe der Saison die Puste aus, weil sie ein zu hohes Tempo gegangen sind. Das wurde ja auch schon angesprochen in der Runde. Für die Liga ist der Vollgasfußball nämlich auf jeden Fall eine Bereicherung. Und auch hier heißt es, auch wenn der Abo-Meister aus Minga aus München noch mit 20 Punkten Vorsprung Meister wird, juckt mich das überhaupt nicht im Moment, denn dieser Fan sagt, dieses Jahr haben wir endlich wieder eine Mannschaft, die Spielwitz und vor allem Fußball spielen will. Und ja, interessanterweise ist auch der Trainer der Hertha, nämlich Pal Dardai, ziemlich begeistert vom gegnerischen Fußball. Ja, ich glaube, bis Ende des, bis letzten Spieltag mit Bayern München werden sie oben dabei sein. Und wenn die weiter so offensive Fußball spielen, dann muss man sagen, Respekt, Spaß anzugucken und die können sich schon kickern. Also, ging ein bisschen schnell, Spannung bis zum Schluss an der Stelle, aber vielleicht noch zwei Tweets, die das Ganze ein bisschen einordnen. Kai zum Beispiel sagt, am Ende setzt sich immer Ergebnisfußball durch, Hertha weiß gar nicht recht, wo der Punkt herkam und die Bayern haben verdient, aber knapp eben zwei Zähler mehr gemacht als der BVB und sowas könnte nochmal wichtig werden und auch Beatrice sagt zum Beispiel, bezogen auf die Nationalmannschaft, 2010 haben sie berauschend gespielt und verloren, 2014 hat die Nationalmannschaft diszipliniert gespielt und wurde Weltmeister, also man denkt dann doch, dass sich eben der ergebnisbezogene Fußball am Ende durchsetzen wird. Es sei denn, Celia, der BVB hält das durch, ne? Warum eigentlich nicht? Ja, das ist die große Frage, warum eigentlich nicht? Ich glaube, sie haben wirklich diese Balance auch gefunden. Das Einzige, was sein kann, ist, dass eben gerade solche Sachen wie mit Zagadou, diese Unerfahrenheit, vielleicht dann auch in manchen Spielen eben mehr Punkte als nur diese zwei kosten kann, wenn sie eben vorne die Tore nicht machen. Und das machen sie momentan sehr, sehr gut. Deswegen können sie sich sowas auch erlauben und verzeiht man sowas auch. Wenn es dann mal eine Phase gibt, wo die Tore vorne nicht so fallen, dann kann das natürlich dann schon ein bisschen enger werden. Dann schauen wir uns nochmal auf das Spiel der Mainzer gestern gegen die Bayern. Da hat der Videoassistent oder der Videobeweis auch erstmal gleich eingegriffen. Ich habe das erst gar nicht gesehen, René, oder? Hast du das? Nein, ich muss... Also das Tor von Thiago wird nicht gegeben? Ehrlich sagen, ich auf der Tribüne wusste auch gar nicht, was jetzt abgepfiffen wird. Ich meine, die Jungs oder unsere Jungs, die haben vehement protestiert. Also dass da irgendwas passiert sein musste, das war mir dann schon relativ schnell klar. Aber erstmal passiert hier ein Stockfehler, ne? Aber ich wusste jetzt nicht, ob das Foul an Bello gegeben wird oder ob, wie es im Nachhinein gesagt wurde, an Kunde Malong. Würde mich mal interessieren. Also für uns natürlich glücklich. Also wahrscheinlich hier. Ja, genau. Er sagt, dass der Lewandowski Kunde Malong fault und deswegen hat er das Tor nicht gegeben. Steffen, ist das eine klare Fehlentscheidung? Nee. Sind wir wieder bei dem... Nee, ich finde, das ist jetzt mal eines der Beispiele, wo es nicht funktioniert hat. Ich glaube, dass man das Tor hätte geben sollen, das besser gewesen wäre. Generell finde ich aber, dass das mit dem Videobeweis... viel, viel besser läuft als in der letzten Saison. Man wird immer einzelne Sachen haben, wie das hier, wo man sich im Nachhinein sagt, das war jetzt irgendwie vielleicht nicht ganz so toll. Lewandowski stellt den Fuß einfach nach, oder? Ja, also ich glaube, Lewandowski macht als erster die aktive Bewegung zum Ball, will den Ball für sich gewinnen und Kunde kommt dann reingelaufen. Also ich finde auch, es war keine klare Fehlentscheidung vom Schiri, man hätte es geben müssen, das Tor. Ich glaube, da darf Videoschiedsrichter gar nicht eingreifen, weil es nicht eine klare Entscheidung ist. Man sagt ja, er darf nur eingreifen bei einer klaren Entscheidung. Und es ist jetzt keine Fehlentscheidung im Nachhinein. Man kann es geben, aber ich glaube, es war in der Aktion keine klare Entscheidung, wo ein Schiedsrichter oder der Videoschiedsrichter eingreifen hätte dürfen. Trotzdem nicht ganz. Darf ich ganz hart widersprechen? Es gibt ja noch diese zweite Variante. Das eine ist klare Fehlentscheidung. Das heißt, der Schiri hat es gesehen, falsch beurteilt. Und dann gibt es noch die Aufforderung, dann einzugreifen, wenn der Schiri es nicht gesehen hat. Also wenn er es gar nicht beurteilt. Und möglicherweise hat der Kollege in Köln hier angenommen, dass der Herr Mosmos das nicht gesehen hat. Gut, gleich reden wir über die Bayern. Sind sie wieder so stark, dass sie die Liga beherrschen werden? Oder war es noch ein bisschen mühsamer gestern in Mainz? Der Kapitän der Mainzer hat eine erstaunliche Aussage getroffen. Wir hören mal kurz rein. Es hat sich schon was verändert in den letzten Jahren. Das merkt man schon deutlich. Das hat man heute gesehen und in den letzten Spielen auch, dass die Dominanz fehlt, dass die Bayern auch mehr einfache Fehler machen wie früher und auch gegen den Ball ein bisschen nachgelassen haben. Also, nicht mehr ganz so viel Angst oder Ehrfurcht vor den Bayern hört man da. Wir besprechen das gleich ganz in Ruhe hier. Check 24, Doppelpass. Neue von Arsch.
Nadel und Wendt live aus dem Hilton Hotel. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass. Ja, gestern die Bayern 2-1. Hört sich jetzt, naja, knapp an. War es so knapp? Also es war schon verdient, das muss man unterm Strich sagen. Aber ich war auch nach dem Spiel natürlich in der Kabine bei meinen Jungs. Und also da war auch schon, ja, also man hat sich natürlich geärgert, wie über jede Niederlage. Aber ich glaube schon, und ich kann die Jungs auch verstehen, die dann sagen, also es ist nicht mehr diese Dominanz, die Bayern ausstrahlen, die sie mal hatten. Man hätte sich schon auch über ein 1-1 nicht beschweren können. Was hat dir gefehlt? Bei den Bayern. Ich sage mal so süffisant, also ich habe schon gegen Bayern München gespielt unter Guardiola, unter Jupp Heynckes. Da hat man gefühlt schon im Spielertunnel 2-0 hinten gelegen. Weil sie einfach warum bist du noch rausgegangen? Ja, mit der Hoffnung, noch drei Tore zu schießen. Ach so. Na gut, das ist Gute, ja. Aber diese absolute Dominanz, dass der Respekt der Mannschaften, die gegen Bayern München spielen, schon da ist, das erkenne ich schon, dass das nicht mehr in der Form da ist. Die machen einfache Ballverluste oder einfachere als vorher, sind nicht mehr so ballsicher und das Spiel ist relativ durchschaubar. Es ist nicht mehr so facettenreich, wie es einst mal war. Mhm. Durchschaubar, was meinst du damit? Also gestern zum Beispiel die linke Seite in der ersten Halbzeit speziell auf mit Alaba und Gnabry, die hat gar nicht funktioniert. Es ging alles mehr oder weniger über Kimmich. Wenn Kimmich eine Idee hatte, dann ist es gefährlich geworden. Dann hat man natürlich eine unheimliche individuelle Klasse mit Lewandowski. Aber der Spielzug, der momentan für meine Verhältnisse am meisten gespielt wird, ist, Thomas Müller zieht nach innen, macht den Raum frei für einen hochstehenden Außenverteidiger mit Kimmich und der Diagonalball, den Jerome ja blind spielen kann, geht auf Kimmich und dann ist er im 1 gegen 1 und es wird geflankt. Also der passiert ziemlich viel. Wenn man es weiß, ist er auch eigentlich ganz gut zu verteidigen. Mhm. Klappt aber nicht immer, ne? Genau. Nur einmal leider nicht. Schau auf das 1-0 der Bayern. Ist das dieser Spielzug gewesen? Ja, den Alaba spielt den Diagonalen auf Kimmich, der macht den direkt fest und dann bringt er den rein und schließt natürlich auch super ab. Aber es ist genau das, was René sagt, wenn man es so einfach verteidigen kann. In dem Fall macht es Mainz natürlich nicht. Ich meine, Kimmich ist ein Nationalspieler. Im ersten Moment habe ich gedacht, sieht er den Goretzka da wirklich? Oder? Ja, ich meine, das ist absolut einstudiert. Das ist so, ne? Der weiß, wo er... Müller geht immer nach innen, also zieht von außen, schafft Platz. Und dann spiele ich den Ball zurück, ne? Genau, und dann... Ist es sensationell verwandelt und da kann man natürlich sagen, du musst in der Box ein Stück näher dran sein, aber wenn man das alles so einfach verteidigen könnte, dann würden solche Tore nicht passieren. Das ist dann halt einfach im Abschluss überragend. Aber er steht ganz frei, ne? Nochmal. Es sind zwei dran, aber auch nicht wirklich dran, ne? Aber wie gesagt, das ist dann auch einfach gut gemacht. Es gibt auch Tore, da muss man sagen, Chapeau, das hast du einfach gut gemacht. Jens, findest du die Bayern auch jetzt so durchschaubar oder durchschaubarer? Ich finde es immer sehr spannend, wie schnell das geht in Deutschland, dass sie jetzt durchschaubar sind. Die ersten 6 Spiele hat man gesagt, sie verlieren gar kein Spiel. Ja, jetzt haben sie mal 4 Spiele, wo es ein bisschen gewackelt hat. Also ich bin überzeugt, dass die immer noch stark genug sind und dass es unheimlich schwer wird, gegen Bayern die Tabellenführung zu behaupten. Und sie werden unterm Strich doch wieder oben stehen. Wir wollen es auch nicht so schlecht reden jetzt, ne? Also wie du gesagt hast. Aber es klang ja schon so ein bisschen. Wenn du bei 4 Spielen nicht gewinnst, ist es halt. Zuerst hieß Christian Heidel, glaube ich, hat es gesagt. Genau. Die werden kein Spiel mehr verlieren diese Saison. Und jetzt Nico Kovac hat es ja selbst auch gesagt. Dass so ein Umbruch, der jetzt gerade bei Bayern München stattfindet, nicht ganz so einfach ist. Und dass diese Geschichte, die Kovac jetzt liefern muss, ist einfach das Spiel variantenreicher zu gestalten. Und deshalb, auch wenn du jetzt nicht über diese Pressekonferenz reden willst, ich will auch nicht über diese Pressekonferenz reden, sondern ich will über diese Wirkung reden. Die hat offenbar innerhalb des Clubs und innerhalb dieser Mannschaft noch mal das letzte Zeichen gesetzt, dass jetzt dieser Umbruch vollzogen wird und dass die vorher vielleicht ihre Grenzen noch versucht haben, ein bisschen auszutesten, dass die jetzt die Füße besser stillhalten. Also nur mal da einzuführen, ich bin der Letzte, der Bayern München schwach reden will. Und ich glaube,
ich kann das nur noch unterstreichen, dass wir uns in der Phase des Umbruchs, in so einer Übergangsphase befinden, wo es darum geht, wirklich die Ergebnisse einzufahren. Und Thomas Müller hat es gestern nach dem Spiel gesagt, also er hat nichts gegen Siege, aber momentan ist es natürlich echt in erster Linie Arbeit, die Ergebnisse zu machen. Und ich glaube, das beschreibt diese Phase, in der sich Bayern München befindet, am treffendsten. So sehe ich auch die PK einfach, dass man genau weiß, man ist in dieser Phase, es ist Arbeit. Und diese Leichtigkeit wird wieder kommen, davon bin ich überzeugt. Deswegen bin ich 1:1 bei dir, Jens, und sage, Bayern München wird oder kurz oder lang wieder oben stehen. Mhm. Herr Dietrich, muss man manchmal so Reizpunkte setzen? Bitte? Muss man manchmal Reizpunkte setzen? Ja, ich kann es vielleicht beurteilen für Bayern München. Ich bin Präsident des Tabellenletzten und es tut mir schwer, den Primus zu kritisieren. Ich finde gut, wie locker Sie das noch sagen. Aber ja, Sie können ja einfach die Tabelle auch umdrehen. Aber gut, ist das einfach, jetzt auch ist einfach so. Die wissen, was sie tun. Ja. Die müssen es verantworten. Und ich kann das schlecht beurteilen, ob das stimmt, was Herr Drust gerade sagte. Keine Ahnung. Hm. Ich habe mich damit intensiv wirklich nicht beschäftigt. Ja, das glauben wir Ihnen. Nach der Halbzeit gab es noch kurz Hoffnung für deine Jungs. Der Ausgleich. Ja, natürlich. Der Kapitän hat auch gesagt, ab und zu machen die Bayern halt auch einen Fehler, was ja völlig normal ist. Ja. Haben Sie da ein bisschen geschlafen? Ja, natürlich. Gute Flanke ist auch hinter Mann. Guter Abschluss. Manu ist auch dementsprechend verärgert. Ja, ist dann ein Stück weit auch natürlich zu einfach. Aber auch eine gute Flanke vorne rum. Und dann kann man den Ball vielleicht vorne besser klären. Aber so entstehen Tore. Also ja, dann hat er hinten raus auch Kimmich keine Chance, weil er hinter Mann ist. Schlecht verteidigt von Kimmich. Er lässt ihm einfach zu viel Platz. Er kann anlaufen, 4-5 Meter, und dann kommt er nicht mehr hin. Er steht klar vor ihm schon. Ne? Wenn man die Szene, wenn die Flanke kommt, steht er 3 Meter vor ihm und achtet gar nicht auf den Spieler. Und da musst du als Nationalspieler dich natürlich besser verhalten. Mhm. Und beim Einwurf, Jens? Einwurf müssen wir noch mal zeigen. Komm, da ist er. Ja, wo die Flanke dann verhindern, aber wie gesagt, wenn man in der Entzündung sieht, wie weit Kimmich von dem Gegenspieler wegsteht, er sieht den, ja, er muss den inneren Weg zumachen, das darf einem Nationalspieler nicht so passieren. Hier sehen wir den Einwurf übrigens nochmal. Früher hätten wir gesagt von der Aschenbahn, aber die gibt es ja nicht mehr. Ja? Gut, okay. Dann schauen wir noch auf den Siegtreffer, Celia. Thiago für die Bayern. Celia, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Achso. Entschuldigung. Kannst du natürlich anschauen nochmal. Ich meine, da setzen sich die Bayern auch sehr gut durch. Thiago geht dann den ganzen Weg eben bis in den 16er vorne rein. Und Lewandowski macht das einfach super, dass er den Ball genau da in den Raum reinsetzt. Thiago hat natürlich jetzt auch keinen Geleitschutz. Sanchez läuft gut, ja. Aber dann Sanchez hier. Sanchez sehr, sehr gut. Aber hier ja. Muss ich mich da vorlegen? Habe ich so gedacht. Absolut unnötiges Gegentor. Also da habe ich jetzt auch nicht die Mainzer Brille auf. Das ist öfter passiert auch diese Saison. Wir haben den Ball einfach. Der muss halt, Niakite hat den Ball aus, ne? Und spielt mitten ins Gegenpressing rein. Und dann ist es natürlich schwierig. Also da liegt der Fehler. Da brauchen wir jetzt auch nicht anfangen zu sagen, von Unerfahrenheit zu sprechen. Das passieren. Die Jungs, die können einfach vielleicht ein Stück weit zu gut kicken. Einfach, dass sie versuchen, einfach jede Situation spielerisch hinten raus lösen zu wollen. In der Phase gehört der Ball einfach irgendwo nach vorne lang und dann ist die erstmal bereinigt. Aber das wird jetzt so ein übrigens Phänomen, ne? Von ihm nicht mobben lassen, gell? Er macht das immer mit den Experten hier. Ich habe damit gar kein Problem. Wie mobben? Ich habe da nur eine Frage gestellt. So läuft das hier. So. Ja. Olli, zu dir. Außerdem hat sie doch nur gesagt, was er gemacht hat. Er hat gesagt, soll die Szene gucken, nicht drüber reden. Ja, sie hat ja wunderbar reagiert. Ich wollte es trotzdem mal feststellen. Eine Szene haben wir noch. Und zwar Süle. Da wäre mir der Muskel abgerissen bei dem Sprint. Dir auch jetzt? Ich glaube, ihm ging aber auch der Sprit dann hinten raus aus. Ja, fandst du? Ja. War aber ein weiter Weg, ne? Komm. Ja, 70 Meter und wieder zurück, Respekt. Ja, guck mal, also hallo. Ne? Da wenn wir gleich den Arm gehoben, wären rausgegangen, oder? Nach so einem Lauf. Wären gar nicht losgelaufen. So. Also, mit dem Phänomen Schnelligkeit, was hat sich verändert im Profifußball? Darüber reden wir gleich nach nur einem einzigen Spot.
Ja, hier in der Runde nochmal gerade Bewunderung für Niklas Süle. Hin und zurück gesprintet. Wir kommen zu dem Thema, wie hart ist das moderne Fußballprofi oder Fußballprofi und wirklich immer gefordert. Man hat das Gefühl, dass ja heute Spielerkarrieren vielleicht ein bisschen früher zu Ende gehen, trotz optimaler medizinischer Versorgung. Ist es wirklich so? Was hat sich verändert? Ist das Spiel schneller geworden? Wird im Training mehr gearbeitet? Auf jeden Fall war es früher etwas einfacher. So schaut's aus. In der guten alten Zeit hieß es mal, er läuft und läuft und läuft. Das gilt beim modernen Profifußball schon lang nicht mehr. Im Gegenteil, erst laufen sie nicht mehr richtig und dann sitzen sie plötzlich öfter, als ihnen lieb ist. So schaut's aus. Als Fußball noch in Zeitlupe war, dauerten Karrieren gerne mal länger als der 30-jährige Krieg. Stanley Matthews hat mit 50 noch erste englische Liga gespielt und Francesco Totti kommt auf 24 Jahre Profifußball. Okay, das sind Ausnahmen, aber auch Thomas Helmer war 16 Jahre Profi, genau wie Jens Keller. Zwei verdiente Veteranen des deutschen Fußballs, die bis Mitte 30 gespielt haben. Ihr Glück, damals musste man in einer ganzen Saison so viel laufen wie heute in 5 Spielen. Und wie gesagt, alles in Zeitlupe. Das ist nicht Fußball, das ist Uwe Seeler Traditionsmannschaft, alte Hallenfußball. So schaut's aus. Mal ganz im Ernst, heute geht's schon ein bisschen zügiger zur Sache. Pressing, Gegenpressing, Doppeln, Anlaufen, Umschalten, Packing. Das geht ja schon beim Vorlesen auf die Knochen. Kein Wunder, dass Weltmeister wie Müller, Boateng und Hummels mit Ende 20, Anfang 30 nicht mehr ganz taufrisch wirken. Dazu nervlicher Druck, Mehrfachbelastung und ein aufgeblähter Pflichtspielkalender. Da kommst du einfach früher auf dem Zahnfleisch daher. So schaut's aus. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Robben, Ribéry und Pizarro müssen irgendwann ihren Pass verloren haben. Die wissen gar nicht, wie alt sie schon sind. Und Ronaldo, Ibrahimovic und Messi sind ohnehin keine Menschen, sondern Fußballgötter. Das zählt also nicht. Für alle normalsterblichen Profis gilt, der moderne Fußball verkürzt den Weg zur Rente dramatisch. So schaut's aus. Hast du gehört, mit den 5 Spielen, ne? Das kommen wir nicht gut weg. Ne? Waren es überhaupt 5? Nee, noch nicht mehr. Ne? Was hat sich konkret verändert aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, es wird heute schon viel, viel mehr verlangt als zu unserer Zeit. Wenn man überlegt, als ich noch gespielt habe, wenn du da 8,5 Kilometer gelaufen bist, bist du zu den Top-Läufern, hast du da gezählt. Heute reden wir zwischen 12 und 13 Kilometer. Und ich glaube, es hat sich nach vorne sehr viel verschoben, weil im Nachwuchsleistungszentrum sehr, sehr viel schon trainiert wird, gut trainiert wird. Die Spieler sind früher auf einem höheren Level, als wir es waren. Ich weiß nicht, kennst du viele Spieler, die zu unserer Zeit mit 19, 20 gespielt haben und Stammspieler waren? Also zu meiner Zeit gab es nichts. Gut, das haben wir auch nicht zugelassen, ne? Nee. Die haben wir weggebissen, ja, wie das so schön heißt. Ich glaube, da warst du 4, 25, bis du mal im Kader warst. Und heute bist du schon mit 18, 19, 20 auf einem höheren Level. Ich glaube, einfach im Nachwuchs hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und deshalb hat sich das irgendwo nach vorne verschoben. Ja. Also jetzt reden wir als Säcke von früher. Du bist ja noch mittendrin. Was hast du denn festgestellt? Ja, schon im Spätherbst oder im Winter meiner Karriere, aber zumindest noch aktiv. Ja. Ja, was hast du festgestellt? Also ich kann das mit auch ein paar Gedanken gemacht im Vorfeld wirklich eins zu eins so bestätigen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Laufzeit einer Karriere sich verringert hat, aber dass sie sich halt nach vorne verschoben hat. Und das ist, so wie es der Jens sagt, wirklich aufgrund der guten Arbeit in den NLZs, dass da einfach eine Professionalisierung stattfindet, dass die Jungs mit 16, 17 schon auf Profi-Niveau oder Bedingungen trainieren, gepaart mit natürlich auch einer anderen Haltung, einer Professionalität der Spieler, bessere medizinische Versorgung. Also heute ist die Karriere vielleicht von 17 bis 32 und vorher war sie von 22 bis 36. Also das hat sich einfach ein bisschen verschoben. Aber zu sagen, die Karrieren wären kürzer in der Dauer, das sehe ich so nicht. Okay, es fängt also früher an. Und hört früher auf. Hört früher auf. Und was mache ich dann? Nichts mehr? Ja, danach hast du ja auch noch ein Leben. Also solltest du schon eine Aufgabe haben. Gut. Was machst du denn? Ja, also, kannst du einen Moment überlegen? Herr Dittrich hat genickt.
Diese Entwicklung ist beim VfB genauso wahrscheinlich. Ich sehe das genau. Also die Jungen, wenn wir sehen, wie die im Nachwuchs leistet sind, heute schon trainieren, wie die herangenommen werden, ist es ganz klar eine totale Verschiebung. Ansonsten, glaube ich, kann man sich im Fußball nicht beklagen. Also wenn man es zu anderen Sportarten vergleicht, die Intensität des Trainings, die Anzahl der Spiele, wo die in ewigen Sportarten immer, ich glaube, dass Fußball schon da, die sich nicht beklagen, wo die Fußballspieler nicht beklagen müssen. Aber Tatsache ist, heute sind sie mehr gefordert. Und was sicherlich ganz anders ist, ist eben die Herausforderungen, die die Medien letztendlich für die Spieler bringen. Die haben eine ganz andere Belastung, mentale Belastung, wie sie vielleicht früher war. Dass eben gerade, entweder werden sie sehr früh hochgejubelt, zu früh oft, oder auch zu früh wieder runtergejubelt oder runtergeschrieben, was auch immer. Die Belastung ist sicherlich eine, die man nicht unterschätzen sollte. Also ich glaube, dass diese Vergleiche zu anderen Sportarten immer ein bisschen hinken, weil diese die Belastungsreize ganz andere sind. Wenn du heute ein Fußballspiel anschaust, da gibt es ja kaum noch Ruhepausen. Wenn du den Ball verloren hast, geht es sofort ins Gegenpressing. Es ist keine Ruhephase mehr da, sondern du bist wirklich konstant die ganze Zeit unter Druck und gefordert mit schnellen Bewegungen, die in alle Richtungen gehen. Das ist schon eine große Belastung für Muskeln, Sehnen, sonst was. Also ich bin eher bei Herrn Dietrich. Im Fußball wurde eigentlich noch nie so viel trainiert, ne? Sag mal vorsichtig. Vielleicht hat sich das auch, wenn ich andere Sportarten wirklich sehe, vor allen Dingen Einzelsportler, im Mannschaftssport kannst du dich ja immer noch ein bisschen verstecken, oder hast du das nie gemacht? Verstecken? Ja. Nee, so niemals. Auf dem Spielfeld? Niemals. Nein? Niemals. Der fängt schon wieder an, gell? Also er kann es versuchen. Ich wollte auch vielleicht noch auf den einen Punkt drauf eingehen, den er genannt hat, mit der medialen oder mentalen Belastung auch für die jungen Spieler. Ist halt auch die Frage, ob sie das in den jungen Jahren dann auch schon so verarbeiten können. Wenn man mit 20 reinkommt, ist man hat schon eine ganz andere Persönlichkeit und kann vielleicht anders damit umgehen, als wenn man mit 16, 17 eben diesem medialen Druck oder dieser Konfrontation einfach ausgesetzt ist und damit zurechtkommen muss. Deswegen ist auch die Frage, wie die Spieler das dann eben auch mental für sich verarbeiten können in den jungen Jahren. Aber ist es dann eher körperliches Problem oder ist es dann wirklich ein Kopfproblem? Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem ein bisschen, weil mit 16, 17 ist man auch noch nicht fertig in dem Sinne. Also man wächst noch, alles verändert sich, der Körper. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so ein Zusammenspiel. Man muss auch aufpassen, wie das mit Verletzungen ist. Wie geht man in jungen Jahren mit Verletzungen um? Das verändert einen auch eben. Aber bis 25 hat man noch keine Verletzungen, oder? Es gibt einige Spieler, die haben das, ja. Okay, wir haben mal Kai Havertz gefragt. Der hat auch eine interessante Sichtweise. Erstmal muss man sagen, dass der Fußball sich verändert hat, aber ich glaube einfach, dass die Spieler auch einfach viel jünger werden. Also die Spieler, die jetzt in die Bundesliga kommen oder in die Premier League, die sind dann schon 17, 18, wo die dann die ersten Spiele machen. Und so fängst du natürlich auch schon viel früher an. Und wenn du dann, 15 Jahre Fußball spielst, dann merkst du natürlich auch schon im Körper, dass, glaube ich, jetzt auch mal Ende ist. Deswegen glaube ich schon, dass sich auch in den nächsten Jahren der Fußball so entwickeln wird, dass Spieler früher aufhören, nicht mehr so lang spielen. Also geht es wirklich dahin, dass immer früher die Spieler, haben wir bald mal einen 15-Jährigen? Ich weiß gar nicht, darf der auch spielen, theoretisch? Ja, ja, abends nicht. Abends nicht, der Rosso mit Genehmigung. Ja. Samstag geht's noch. Abends wird's schwierig. Nein, aber geht's ich glaube schon, dass die Tendenz ganz klar dahin geht, ob das jetzt 15 oder 16 ist. Aber das haben wir gerade ja schon angesprochen, die Arbeit in den NLZs ist einfach nicht zu unterschätzen. Da wird eine sensationelle Arbeit gemacht. Jetzt haben wir die mentale Belastung angesprochen, die körperliche Belastung. Ich glaube einfach, dass die jungen Spieler, sieht man ja in Dortmund, die leben ihren Traum. Mit 17 lebst du deinen Traum, da denkst du mir gar nicht so nach. Da wirst du von einer Erfolgswelle zur nächsten gespült. Wenn du in den Mechanismen reinkommst, wo du anfängst, Gedanken zu machen, die Medien vielleicht auch mal in ein kleines Formtief kommst, dann wird es interessant. Und ich glaube einfach, der Punkt ist, in dem man dann sieht, wir hatten Thomas Müller angesprochen, für mich ist das die eigentliche Leistung. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, wenn du auf 4 Hochzeiten tanzt, alle 2 Tage dich immer wieder gleich zu motivieren. Also man braucht ja diese Anspannung. Ohne die Anspannung, ich meine, ihr wart selber Profis, kannst du nicht diese Top-Leistung bringen. Und irgendwann wird es normal, dass du Bundesliga spielst, dass du Champions League spielst. Und sich dann in diese künstliche Anspannung zu versetzen, ich glaube, das kostet extrem viel Kraft. Und deswegen kann man einfach die Jungs, die auf 10 Jahre Top-Niveau spielen, da kann man einfach auch mal den Hut vorziehen. Da kann man auch mal klatschen übrigens. So. Danke. Wir reden gleich weiter. Thomas, ja, dann eine,
Wenn du schnell machst, ja. Ganz schnell, weil eine offene Frage war noch. Was machst du denn jetzt nach der Karriere? Ja, aktuell bin ich ja noch in der Reha sehr stark eingebunden, aber mache mir da schon meine Gedanken. Hab, ja, um dem Torwartspiel erhalten zu bleiben, meine eigene Torwarthandschuhfirma mit Titan. Insofern, das ist meine Leidenschaft und da kann ich diese Reha-Alltag so ein bisschen angenehmer gestalten. So, haben wir das auch untergebracht, ne? Ist doch schön, oder? ist doch wunderbar. Also, die Anforderungen für die Fußballprofis heute intensiver in viel jüngeren Jahren, darüber reden wir gleich und dann reden wir über die Krise beim VfB Stuttgart. Erste Halbzeit ganz ordentlich oder ganz gut und dann nahm es seinen Lauf innerhalb von 12 Minuten. Fing mit dem 0:1 an. Der Präsident ist da. Dankeschön. Ich muss dann gleich alles erklären. Vorher nutzen Sie die Chance aus 3.000 Euro ein iPhone XS plus Apple Watch. René, bis gleich. Live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24. Doppelpass. Haltbarkeit von Fußballprofis in der heutigen Zeit im Gegensatz zu früheren Momenten. Ruth, du hast noch ein schönes Beispiel, ne? Ja, weil man einen Spieler rausgegriffen, nämlich Thomas Müller. Müller spielt immer, hat Louis van Gaal gesagt. Und dieser Satz hatte auch fast ein Jahrzehnt Bestand. Denn Thomas Müller hat mit seinen 29 Jahren wirklich so viele Spiele in den Beinen. Allein 98 Länderspiele, 294 Bundesligaspiele, 102 Champions-League-Spiele und dann noch ein bisschen Pokal dazu. Also immer Mehrfachbelastungen und eigentlich nie verletzt. Zuletzt muss er sich jetzt eben ein bisschen mit der Bank anfreunden. Gegen Wolfsburg war er gar nicht im Spiel und auch in der Nationalmannschaft musste er seinen Startplatz freigeben. Jetzt gegen Mainz durfte er wieder von Beginn an ran. Da muss man allerdings konstatieren, dass er, was Torgefahr betraf, eben nicht glänzen konnte. Er wurde dann in der 84. Minute ausgewechselt und ja, zu seiner Statistik muss man sagen, Bayern gab 21 Torschüsse ab. An keinem davon war Thomas Müller beteiligt und er ist jetzt eben schon seit 13 Spielen torlos, also in dem Verein und auch in der Nationalmannschaft. Und jetzt die große Frage an die Runde, ist das eine Phase oder muss man hier wirklich schon feststellen, dass der Körper einfach langsam auch an seine Grenzen kommt? Der Blockadler Simon hat sich während der Werbepause darauf geeinigt, dass das totaler Quatsch ist, Thomas Müller oder Mats Hummels oder wem auch immer da jetzt ein Karriereende andichten zu wollen. Wir waren uns sicher, wie viele Tore... Nee, Karriereende wollen, haben wir ja nicht gesagt. Oder dass es irgendwie zu Ende gehen könnte im Moment. Das ist jetzt echt nur eine Phase. Wie viele Tore schießt er in dieser Saison, haben wir uns geeinigt? Ja, ich habe gesagt, Thomas Müller ist eigentlich immer 7 bis 12, ist er immer gut. Er hat einfach die Messlatte in den letzten Jahren extrem hochgelegt und daran wird er auch gemessen, das ist gut. Ja, wir haben auch gehört, wie viele Spiele er schon gemacht hat insgesamt. Ja, das ist der Wahnsinn, ist, ne? Eigentlich. Ja, ist brutal. Also ich habe es nicht nachgerechnet, ich weiß nicht, hast du es kurz nachgerechnet? Aber nee, irgendwie war es 102 Champions League-Spiele gehört, da habe ich schon gedacht, okay, wow. Es ist eigentlich nur eine Phase, ne? Oder? Oder ab wann merkt man, René, sagen wir es mal so, bei dir gab es ja bestimmt auch mal einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt wird es ein bisschen weniger. Ne? Jetzt hat der Thomas Müller eins voraus mir. Das sind 102 Champions League-Spiele oder 8, ich weiß nicht, wie viele er hatte. Ich dachte, er hat nicht so viel Muskulatur wie er. Er hat gefühlt 10 Verletzungen weniger. Und das ist halt auch einfach mal eine große Leistung, über 10 Jahre verletzungsfrei auf Top-Niveau zu spielen. Und ich würde das jetzt hier blind unterschreiben, dass es eine Phase ist. Aber nochmal, ja? Nochmal zu dir jetzt, meine ich. Kam das dann durch die Häufigkeit der Verletzungen, dass du dann auch gedacht hast, Ja, aber es gibt ja auch so Verletzungen, auch als Feldspieler, da verliert man einfach dann zum Beispiel ein bisschen Geschwindigkeit oder so. Oder den Muskel kann man nicht mehr so aufbauen, wenn es eine schwere Verletzung ist. Jede Verletzung und umso älter man wird, umso schwieriger wird es in der Regel auch zurückzukommen, wenn man jetzt eine schwerwiegende Verletzung hat. Es ist so, dass man in dem modernen Fußball, dass Verletzungen einfach dazugehören. Also ich wünsche niemand eine Verletzung, aber das ist genau wie Verlieren und Gewinnen, das gehört einfach dazu. Wie gehe ich mit Verletzungen um? Akzeptiere ich die, gehe in die Reha und komme zurück. So, das ist Niklas Süle, hat einen Kreuzbandriss und ist stärker zurückgekommen denn je. Und so gibt es ja viele Beispiele. Aber es wird natürlich im Alter immer schwieriger. Mhm. Niko Kovac hat sich auch geäußert am Freitag sehr intensiv zu diesem Thema, vor allen Dingen auch was die Verletzungsgefahr angeht. Wenn man müde in irgendein Spiel reingeht, dann ist die Verletzungsgefahr auch umso größer. Ja? Weil man ist nicht mehr koordinativ, kognitiv so gut beieinander, wie wenn man völlig ausgeruht ist. Wenn sie viel arbeiten, wenn sie viel trainieren, viel spielen, fällt auch das Immunsystem. Ja, wenn das Immunsystem fällt, ist man für Infekte schnell zu haben. Ja, und dann
wird man auch krank. Und das ist ja keine Verletzung in dem Sinne, aber eine Erkrankung. Und das ist leistungsmindernd. Und all die Sachen, die werden ja überhaupt nicht berücksichtigt. Und wir müssen schon sehr viel tiefer in die Materie reingehen, um letzten Endes dann auch mal zu verstehen, warum Trainer wechseln, beziehungsweise warum nicht alle drei Tage nur eine Mannschaft spielen kann. Also am Schluss ging es ein bisschen, Jens, wahrscheinlich um Rotation, ein bisschen zu begründen, aber wann hast du das denn festgestellt? Erstmal bei dir als Spieler und dann aber auch als Trainer, dass vielleicht der ein oder andere Spieler dann eine Pause braucht, müde ist oder... Wann ich das festgestellt habe? Ja, Woche für Woche im Training. Ja, man sieht die Spieler ja und man darf nicht vergessen, die Trainingsintensität ist natürlich weitaus höher als, ich rede von früher, aber das ist ja der Vergleich. Ja, als bei uns, also auch im Training gehst du immer an 100% und machst enorm viele, viele Läufe. Und deshalb musst du die Spieler Woche für Woche beobachten, wie sie drauf sind, um dass sie am Samstag oder am Wochenende Höchstleistung bringen können. Und deshalb ist es völlig normal, was Nico auch sagt, dass man auch rotieren muss, dass man auch dem Spieler die Zeit geben muss, sich mal zu erholen oder mal nicht auf dem Niveau am Wochenende zu spielen von Anfang an, ist völlig normal. Mhm. Celia, wann hast du das festgestellt? Bei dir? Gab es schon sowas? Ich meine, ich habe ja relativ jung aufgehört und auch nicht unbedingt aufgrund Verletzung oder weil ich der Meinung war, dass ich nicht mehr hinterherkomme, sondern es hatte andere Gründe. Aber ich glaube, es ist auch immer sehr wichtig, als Spieler zu erkennen, ist es nun wirklich einfach nur so eine Erschöpfungsphase, wo ich einfach müde bin und diese Pause brauche, oder bin ich wirklich so weit, dass ich der Meinung bin, dass ich nicht mehr an dieses Niveau herankomme? Und das ist, glaube ich, momentan bei Mats Hummels oder bei Thomas Müller der Fall, dass es einfach wirklich eine Phase, wo der Körper einfach diese Erholung braucht, die sich nimmt. In manchen Fällen sorgt der Körper dafür, dass man sich verletzt. Das ist Gott sei Dank bei denen nicht so. Aber ich glaube, dass der Körper schon seine Gründe hat, wenn er dann jemanden sozusagen außer Gefecht setzt. Und die beiden haben das Glück, dass es nicht so ist. Aber ich glaube, die brauchen auf jeden Fall diese Pause, um wieder zurückzukommen. Mhm. Niko Kovac hat noch was Interessantes gesagt. Es ist auch nicht nur der Körper oder das Körperliche, sondern auch eben das Drumherum. Die vielen Spiele, die man letzten Endes wirklich in den Knochen hat, und das ist gerade bei den großen Mannschaften so, dass es Vierfachbelastungen sind, das hinterlässt seine Spuren. Das ist nicht alles so, wir spielen jetzt 90 Minuten und damit war es. Also allein die Reiserei, die schlaflosen Nächte nach den Champions-League-Spielen, schläft man irgendwann mal um 3, 4, 5 Uhr nachts auf, ein, muss dann früh aufstehen. Das ist alles, das berücksichtigt natürlich nicht immer, wird nicht berücksichtigt. Aber diejenigen, die das erlebt haben, wissen, wie schwierig es ist, wirklich nach so einer anstrengenden Saison oder nach so einem anstrengenden Spiel dann letzten Endes in seinen normalen Rhythmus zu kommen. Also ich glaube persönlich, dass man es bei vielen Mannschaften sieht, dass gerade wenn man dann auch noch die Weltmeisterschaft hinzuzieht, dass einfach irgendwo dann auch mal der Akku leer ist. Hast du auch das Problem dann gehabt nach Spielen, was er gerade beschrieben hat? Ich kenne es gut. Ich persönlich hatte das Glück, dass es bei mir nicht so war, aber ich kenne unheimlich viele Spieler, die wirklich erst um 5, teilweise um 6 oder gar nicht geschlafen haben, wenn du Länderspiele hattest oder Champions League-Spiele. Und deswegen, also ich bin 1:1 bei dem, was Niko Kovac sagt. Und ich finde das auch irgendwo eine witzige Diskussion, dass wir jetzt wir haben einen Trainer hier in der Runde. Es ist die Aufgabe eines Trainers, die bestmögliche Mannschaft aufzustellen fürs Wochenende. Und Bayern München hat einen Kader, da hat jeder den Anspruch, Stammspieler zu sein. Deswegen, also spielen will ja immer jeder, ne? Ist spielen klar, will ne? immer, aber der Trainer sagt einfach, ich bin der Meinung, am Wochenende ist mit der Mannschaft die Aussicht zu gewinnen am besten. Also, und wenn er das Gefühl hat, einer hat unter der Woche Champions League gespielt und ist müde, dann ist es natürlich seine Pflicht, den Spieler, wo er das Gefühl hat, das sind meine Gewinnchancen am größten aufzustellen. Und das wird natürlich dann immer von außen noch ein bisschen reingetragen. Deswegen, aber ich kann das schon absolut nachvollziehen, was Niko Kovac sagt. Ja, man muss ja auch die Möglichkeiten dafür haben, ne? Den Kader. Ja, aber da glaube ich gerade, die in der Champions League spielen, die haben den Kader. Wenn man sieht, was Dortmund für einen Kader hat, Bayern für einen Kader hat, Schalke für einen Kader hat. Aber was auch Nico sagt, ja, das darf man nicht unterschätzen, die Champions League-Spiele. Man reist dienstags an, spielt mittwochs, spielt spät abends, man kommt nicht in Schlaf. Auch als Trainer, ja, ist dann auch, du bist 3, 4 Uhr nachts noch, überlegst dir, was war gut, was war schlecht, dann reist du am Donnerstag zurück und am Freitag reist du schon wieder zum nächsten Bundesligaspiel. Also der Stress ist, ohne dass man jetzt jammern will und dass die Fußballer die Opfer sind, brauchen wir jetzt ja nicht. Ja. Die haben ein tolles Leben, verdienen gutes Geld, aber es ist trotzdem eine unheimliche Belastung. Und deshalb wurde... Ich glaube, so indirekt,
Hat Nico aber auch gemeint, dieses Bankett danach und so weiter, mit dem, das kenne ich auch noch. Da. Vor allem, wenn du dann nicht gewonnen hast, da bist du ganz gerne hingegangen. Das kannst du dir vorstellen. Olli, bitte. Ich meine, wir haben ja darüber gesprochen, die Intensität im Spiel ist gestiegen, die Intensität im Training ist gestiegen und deshalb wurde das schöne Wort Belastungssteuerung erfunden. Und das spiegelt sich dann eben in Rotation wieder und in wechselnden Aufstellungen, weil der Trainer einfach dazu gezwungen ist. Und deswegen spielen auch solche Dinge wie Immunsystem und all solche Sachen immer mehr eine Rolle, weil die Taktung immer kürzer wird. Aber da verstehe ich dann nicht, warum man im Training dann noch so intensiv rangeht, wenn man doch merkt, meine Mannschaft ist schon müde oder der eine oder andere. Lasse ich den dann nicht raus? Der Training, wenn ich das findet ja Wochenende brauche? Das findet ja statt, dass da gesteuert wird. Das ist die Belastungssteuerung. Findet auch im Training statt, natürlich. Nee, aber ich habe euch so verstanden, dass immer nur 100% gegeben werden, auch im Training volle Pulle, dass naja, aber man gar nicht zur Ruhe kommt. Die gespielt haben, trainieren nicht am nächsten Tag in vollem Umfang und solche Dinge. Das ist Belastungssteuerung. Ja, und die Belastung kommt ja nicht nur, dass du körperliche Belastung hast, sondern du hast ja auch mentale Belastung. Ja, dann habe ich taktische Dinge. Ja, ich muss mich schon wieder vorbereiten, wenn ich donnerstags komme auf das Samstagspiel, habe da wieder irgendwelche Videoanalysen oder verarbeite noch das Spiel vom Tag vorher. Also du bist ja auch ganz Zeit mental unter Druck, nicht nur körperlich. Ja. Das ist übrigens was ich bei den Bayern-Spielern fasziniert finde, dass die jetzt über 5 Jahre ja im Prinzip über alles rübergefahren sind, zumindest mal national. Und das ist ja was man auch vergisst. Erfolg macht irgendwann auch müde. Also es gibt dir irgendwann keinen Kick mehr, wenn du zum 30. Mal gegen eine Mannschaft aufläufst, die, das hat René ja sehr schön gesagt, im Spielertunnel schon 0-2 hinten liegt. Und dass die das überhaupt so lange so aufrechterhalten haben, finde ich total faszinierend. Und dass da irgendwann auch mal Risse reinkommen und ein Knick. Vielleicht sogar ganz gut. Ja, ne? Und ich meine, die Krise hätten sie alle gerne, mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellenersten Zweiter zu sein, wenn das schon eine Krise ist. Aber das liegt eigentlich auf der Hand, dass sowas irgendwann mal kommt, dass du im Kopf müde wirst. Wie ist es im Ausland? Wie seht ihr das da? Ist es da anders? Ja, da gab es ja auch die Aussage von Pep Guardiola. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange sie jetzt zurückliegt, dass er halt wirklich sich schützend vor seine Spieler gestellt hat und gesagt hat, diese vielen Wettbewerbe, die machen die Jungs kaputt einfach. Und jetzt haben wir in England noch den ein oder anderen Wettbewerb mehr. Das ist schon wirklich so. Also das kam bei mir zumindest so rüber, dass er wirklich gesagt hat, die Jungs sind überspielt. Die haben keinen Weihnachten, die spielen komplett durch, alle 2 Tage ein Spiel. Und da redet man nicht nur über körperliche Regeneration. Also da ist es schon echt eine Leistung, sich immer wieder da zu motivieren. Und da brauchst du einfach einen großen Kader, um konkurrenzfähig zu bleiben und zu sein. Ohne Frage. Ausnahmen bestätigen die Regel. Dafür zahle ich 3 €. Hi von Heil und Benz, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Check24, Doppelpass. Dietrich, der Vorwurf steht noch im Raum. Es fehle beim VfB Stuttgart an sportlicher Kompetenz. Ja, zunächst mal ist der Vorwurf natürlich, zunächst mal müssen wir uns der Kritik stellen, die momentan da ist. Das ist ein Tabellenletzter mit anderen Erwartungen, sind wir in die Saison gegangen. Deswegen das kritikberechtigt, ganz vollkommen klar. Nur man sollte da einfach mal das sachlich die Themen angehen. Und wir haben aus meiner Sicht, die Kaderplanung war vernünftig, die war ausgewogen, die war in Ordnung. Wir haben sicherlich Probleme, über die wir nachher noch sicherlich ausführlicher sprechen werden. Überhaupt keine Frage. Aber das festzumachen einer Person ist einfach falsch. Und ich finde es einfach auch despedierlich zu sagen, ein Hermann Ohlicher, weil er vor 30 Jahren Fußball gespielt hat, hat keine Ahnung. Ich finde es einfach unmöglich. So geht man Menschen nicht um. Entschuldigung, so geht man. Nein, Herr Dietrich, das habe ich so nicht gesagt. Und deshalb unterbreche ich Sie. Ich habe nicht gesagt, er hat keine Ahnung. Aber wenn Sie von einem Präsidialrat sprechen, dem Sie angehören, ein Vorstandsmitglied Ihres Anteilseigners und Sponsors Mercedes und dann einen Spieler, einen Ex-Spieler dort drin haben, der vor langer, langer, langer Zeit wunderbar Fußball gespielt hat, dann finde ich nicht, dass das einer AG würdig ist, sondern das klingt für mich nach dem guten alten Verein. Also zunächst mal haben wir darüber hinaus noch ein Präsidium, den gehört Thomas Hitzelsberger, ich habe das vorher schon gesagt, der ist auch genauso wie das Haupteigentümer des VfB, der hat 88% der Anteile des EVs an der AG, da ist Thomas Hitzelsberger mit drin. Wir haben dann in der AG im Aufsichtsrat darüber hinaus Guido Buchwald, im Präsidialausschuss, das ist der Ausschuss, wo Entscheidungen, die kurzfristig getroffen werden müssen, entschieden werden, bevor sie im Aufsichtsrat insgesamt entschieden werden. Insofern hat es mit dem EV... Aber Herr Dietrich, die Stimmung
in ihrem Verein ist lausig schlecht. Und ist sie ist lausig das liegt aber vielleicht auch am Tabellenplatz. Ne? Ja, nicht nur das, sie ist lausig schlecht wegen eines Mannes, der vielleicht ein bisschen übertreibt mit allem, was er tun will und was er schaffen will. Gut, und wenn, vielleicht jetzt lassen Sie doch mal Ihre wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Das hat es eben schon gesagt. Bashing weg. Lassen Sie es einfach mal weg. Das hat ja keinen Sinn. Die bringen ja alles durcheinander jetzt. Dass die Stimmung in einem Verein, der Tabellenletzter ist, nicht gut ist, ist so. Richtig. Die war auch Michael, der Vorstand des Vereins, mit Michael Reschke mit dran, wurde doch im Sommer vor 2-3 Monaten entlastet von der Mitgliederversammlung mit 92%. Das ist mal ganz nebenbei. Das zum Thema Stimmung. Der Aufsichtsrat wurde 88% entlastet. Das auch zum Thema Stimmung. Dass dann natürlich in dem Moment, und wir wurden gefeiert, auch Michael Reschke wurde gefeiert für die Kaderplanung, in den Medien, überall. Wir haben vorher im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich wüsste nicht, was diese Kaderplanung insgesamt zu bemängeln wäre im Moment. Dass es natürlich, ich momentan den Beleg nicht habe, dass wir mit dem als Tabellenletzter muss ich natürlich demütig sagen, wir stehen ganz schlecht da, vollkommen klar. Und die Gründe sind vielschichtig, über die wir sicherlich noch sprechen werden. Mhm. Dazu gehört auch ein bisschen Verletzungspech dazu, dass die zwei erfahrenen Spieler, die wir dazugeholt haben, der eine ist verletzt, der andere ist momentan, wie er selber sagt, noch nicht in der Verfassung, wie er der Mannschaft helfen kann. Die jungen Spieler sind nicht so weit. Wir haben wirklich, ansonsten haben wir den Kader erhalten vom letzten Jahr. Wir haben lediglich Daniel Ginczek abgeben müssen, nicht wollen, abgeben müssen. Warum haben Sie den abgeben müssen? Weil das Angebot aus Wolfsburg so hoch war. Ja, unter anderem deswegen. Ich dachte, Sie haben, der VfB steht auf gesunden Füßen. Ich glaube, dass es ein großer Fehler war, Daniel Ginczek abzugeben. Okay, klar. Weil der mit einer der Faktoren war, die für den Erfolg in der Rückrunde mitgesorgt haben. Also, Moment, haben wir, und dann würde ich sagen, ist ja nicht ein Dialog hier nur. Im Moment ist es das, ja? Ja. Aber der ist spannend, der Dialog. Was du das sagst, sogar. Nein, ich wollte erst mal sagen, für die Offenheit wirklich. Ja, wir haben ja gerade gehört, Olli hat es gesagt, die Stimmung ist natürlich logischerweise wegen der sportlichen Entwicklung nicht ganz so gut. Ruth, du warst gerade bei einem, du hast Stimmen aus dem Netz, ne? Und genau, ich habe mich natürlich auch ein bisschen umgehört Fans. Und umgeguckt im Netz. Und klar, also das muss man feststellen, die Stimmung da ist natürlich erstmal. Ja, vielleicht sogar besorgt, würde ich es ausdrücken. Also man ist unzufrieden, aber man sorgt sich auch, ob man eben die Klasse hält. Und das ist ja wirklich der Wunsch der Fans. Und da geht es dann in erster Linie daran, dass man sagt, okay, die Vereinsführung macht da momentan was falsch. Kai sagt, also die Vereinsführung macht nicht die beste Figur, will einfach zu viel zu schnell. Er geht nochmal darauf ein, dass Taifun Korkut da anscheinend zu früh, zu hektisch entlassen wurde. Und dann das nächste Thema ist natürlich, dass man sagt, okay, wie ist die Kaderzusammenstellung? Und da sagt hier der User, entweder der VfB geht im Winter finanziell nochmal all in oder steigt am Saisonende ab, Platzverweis hin oder her, auf das Spiel bezogen. Aber da ist eben viel zu wenig Qualität auf dem Platz. Das sieht eher so. Und ich gehe aber gerne auch mal hier in der Runde noch los. Wir haben ja auch VfB-Fans hier bei uns im Doppelpass. Gucken wir doch mal bei mir in der Ecke, sehe ich doch direkt, wie hier die Meinung ist. Wie zufrieden, wie unzufrieden bist du mit der Vereinsführung? Es gab jetzt hier eine heiße Diskussion. Also ich kann die Diskussion überhaupt nicht nachvollziehen. Ich bin völlig zufrieden mit Herrn Dietrich. Da hat es schon andere Zeiten gegeben, wo es beim VfB richtig zur Sache ging und gar keine Führung da war. Also ich kann die Diskussion absolut nicht nachvollziehen. Klar, natürlich mischt Tabelle Schlusslicht, aber Also Herr Dietrich, Sie kriegen hier großen Zuspruch noch aus der VfB-Ecke, wenn ich das so mal sagen darf. Was macht dich dann noch zuversichtlich, dass es trotz des letzten Tabellenplatzes und dieser aktuellen schwierigen Situation noch für den Klassenerhalt reicht? Klar, jetzt ein neuer Trainer natürlich gegen Dortmund, das ist natürlich auch keine Messlatte, wenn natürlich der Tabellenführer kommt. Aber die zweite Halbzeit hat mir auf jeden Fall ein gutes Gewissen gegeben, dass die Jungs kämpft haben. Okay, hier ist Zuversicht, hier ist auch noch einigermaßen Zufriedenheit. Vielen Dank, Thomas, damit wieder rüber zu dir. Ja, wir sind ja nicht ganz allein in der Runde. René, wie siehst du das dann immer? Also von außen. Genau, mir steht es natürlich logischerweise nicht zu, weil ich die vereinsinternen Prozesse da auch nicht kenne und mich damit auch nicht so weit im Detail beschäftigt habe. Ich kenne Michael Reschke aus unserer gemeinsamen Zeit in Leverkusen und finde es halt immer nur ein bisschen verwerflich, wie schnell das geht. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wie der VfB Stuttgart Bayern München im eigenen Stadion irgendwie im letzten Spiel besiegt hat und wie Michael Reschke abgefeiert worden ist. Und dann geht es mir einfach in dem Business ein Stück weit zu schnell. Natürlich sind das
dann auch die Gesetze irgendwie, wenn man da steht, wo der VfB steht. Aber Michael Reschke wurde, den ich über alles schätze als Kaderplaner und als Fachmann, bei Bayern München abgefeiert, wurde bei VfB Stuttgart abgefeiert. Und das Einzige, was man ihn vielleicht vorwerfen kann, ist die mangelnde Erfahrung in erster Reihe. Aber woher soll sie kommen, wenn sie in den letzten Jahren, wenn er immer im zweiten Glied war, dass man dann vielleicht in einigen Sachen anders sich artikuliert als jemand, der vielleicht schon 30 Jahre Erfahrung in erster Reihe hat, ist für mich der einzige Kritikpunkt an Michael Reschke. Jens, was vielleicht aber wirklich nicht so gut angekommen ist, dann kann der Dietrich auch gleich darauf antworten, ist natürlich diese Entlassung von Taifun Korkut. Das ging ja doch relativ schnell. Ja gut, das ist für mich als Trainer natürlich, das geht heutzutage allgemein zu schnell. Ne? Er war letztes Jahr noch der Held, er hat eine Rückrunde, die fantastisch war. Und jetzt nach 8 Spieltagen wird ein Trainer gleich entlassen. Nee, 7 waren es, glaube ich. Oder 7, ja. Das ist für mich als Trainer nicht ganz nachvollziehbar. Man hat eine Vorbereitung gemacht, sicherlich ist man nicht ganz so aus den Startlöchern gekommen. Aber das dann an dem gleich wieder festzumachen, der davor eine überragende Rückrunde gespielt hat, ja, aber das muss man im Verein entscheiden. Sie kennen den täglichen Ablauf, sie wissen, was da passiert, wie die Mannschaft funktioniert. Das ist von außen immer unheimlich schwer zu beurteilen. Aber es gibt, ja, wir haben so eine Art Korkut-Tabelle. Ne? Danach wäre er, was er an Punkten gesammelt hat, oder wäre der VfB auf Rang 4. Ja. Warum muss er trotzdem gehen? Ja, zunächst mal, wir haben 7 Spiele gehabt, wir waren Tabellenletzter, wir haben Pokalspiel gegen Rostock verloren, gegen Drittligisten verloren, die Ergebnisse, aber dann vor allem war die Entwicklung der Mannschaft, die spielerische Entwicklung der Mannschaft war eben nicht so, wie wir das eigentlich auch geplant und erwartet hatten. Das war der Grund. Und es ist aber immer relativ einfach. Wissen Sie, ein Teil der Fans hat Michael Reschke kritisiert, hat zu lange gewartet. Es gab ja Michael Reschke, der Taifun Korkut, hatte leider nie, auch bei den Fans, die ganz große Lobby. Deswegen gab es einen großen Teil, der gesagt hat, es war zu spät. Andere sagen, es ist zu früh. Ich weiß nicht, was Sie eigentlich meinen. Was war jetzt zu früh oder zu spät? Also ich meine ganz einfach, dass der Verein keine Linie hat. Sie haben damals, als Jan Schindelmeiser Manager war, waren es die jungen Wilden. Dann kam Michael Reschke, der hat dann erstmal Erfahrung satt gekauft. Dabei träumen alle von den jungen Wilden. Sie reden davon. Aber auf dem Platz sehe ich einfach ein bisschen davon, ein bisschen davon. Und am Ende passt es nicht zusammen. Hm. Wollen wir mal ins Spiel reingehen? Ja. Steffen, du weißt, du findest es spannend, hast du schon gesagt. Vielleicht hast du eine spannende Aussage zu der Chance von Mario Gomez. Schauen wir uns mal an. So, 0-0. Laufduell mit Kevin Vogt. Und dann? Ja. Wenn er reingeht. Sag jetzt nicht daneben, ja. Wenn er reingeht, läuft das Spiel anders und. Wenn meine Oma ein Kerl wäre, wäre sie mein Opa. Muss man dafür schon zahlen? Nee, der war so gut, da musst du nicht zahlen. Den erlasse ich dir heute mal. Ja klar, da hätten wir gesagt, eine super Entscheidung. Michael Reschke, Top-Manager, Top-Vorstand, weil er eben Mario Gomez geholt hat in der Winterpause, der uns dann letzte Saison auch vor allem vom Abstieg bewahrt hat, muss man ganz klar sehen. Super Entscheidung und hat es verschossen, also war es eine schlechte Entscheidung. So einfach ist es für die Kritiker. Jetzt können Sie ja auch auf dem Teppich bleiben, das ist jetzt unsachlich, das wissen Sie ganz genau. Dass Mario Gomez eine große Rolle spielt für diesen Verein, nicht nur auf dem Platz, sondern auch für diese Mannschaft, ja, das ist völlig unbestritten. Und es hat kein Mensch gesagt, dass es ein Fehler war, Mario Gomez zurückzuhalten. Ich habe unterstellt, was gesagt wird nach so einem Ding. Haben Sie gehört wahrscheinlich auch, ne? Wie wir es eben schon machen. Ja. Gleich reden wir über die Schlüsselszene dieser Partie. Nach nur einem einzigen Spot sind wir wieder da. So, 18 Minuten, Senja. Wir schauen noch mal auf den Zweikampf. Insua. Er hat natürlich das Bein sehr, sehr weit oben. Sieht auch sehr brutal aus. Ich kann nachvollziehen, dass man aus dem Spiel raus sagt, okay, er sieht den Spieler nicht hinter sich. Aber es ist natürlich das, ist die Frage. Das Bein in der Höhe. Muss man immer damit rechnen, dass das nicht gut ausgeht. Und es ist Gott sei Dank glimpflicher ausgegangen. Also es hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Also man kann sich über die rote Karte nicht beschweren, glaube ich.
Aber ich finde, die Wahrnehmung des Schiedsrichters, das hat mich ein bisschen irritiert, weil er von keiner Karte auf rote Karte gegangen ist. Also das hat mich so ein bisschen in dem Moment dann irritiert. Also du hättest echt gesagt, erstmal eine gelbe und dann korrigieren? Oder? Nein, nee, überhaupt nicht. Es geht mir nur darum, dass der Schiri in seiner Warnung etwas ja gesehen sagt, es ist kein verwarnungswürdiges Foul. Und dann nach einer Wiederholung zu sagen, es ist rot, da ist mir die Diskrepanz ein bisschen zu groß gewesen. Wenn er gesagt hätte, okay, es ist eine gelbe Karte, ich muss mir das vielleicht nochmal genauer anschauen, hätte ich das eher verstanden. Aber so hat er anscheinend die Situation klar gesehen, hat für sich gesagt, es ist nicht verwarnungswürdig. Und dann ist es ja, schwierig. Jens, dann. Jens, was ist es für dich? Klar, rote Karte. Und er muss den Spieler auch gesehen haben. Weil wenn er den Spieler nicht gesehen hätte, hätte er mit der Brust reinlaufen können oder mit dem Kopf den Ball weg. Und er geht zum Ball und ein paar Zentimeter weiter hätte er ihm das ganze Gesicht zertrümmert. Er kriegt so an die Schulter, er muss noch ein bisschen froh sein. Aber es ist schon, eine, würde ich sagen, eine berechtigte rote Karte. Haben Sie mit ihm sprechen können? Mit dem Zuhörer? Ja, er hat gesagt, er wollte zum Ball gehen und wo er gesehen hat, dass er mit dem Kopf kommt, hat er, wollte er zurückziehen, aber er hat nicht zugeschlagen, aber trotzdem ganz klar, man kann rot geben, überhaupt keine Frage. Allerdings passt zu unserer Situation, dass eben der Schiedsrichter sagt, ja, ich lasse weiter, beziehungsweise gibt es Foul, aber ohne Karte. Dann kommt der Videobeweis, aber das passt eben, aber man kann rot geben. Also man kann jetzt nicht dem Schiedsrichter die Schuld geben an unserer Niederlage. Dietrich, Hand aufs Herz, wie groß war dann Ihre Angst, dass Sie zu 9 sind auch schon in der ersten Halbzeit? Wir schauen auf die Szene, 38. Minute. Ja, zunächst, als ich das Foul gesehen habe, nicht unbedingt direkt, aber dann, als dann auch noch der Videobeweis angeboten worden ist. Ich muss auch sagen, in der Zeitlupe sieht es natürlich auch immer brutaler aus. Im ersten Sekunde habe ich gedacht, jetzt sind wir zu 9, ja, das stimmt. Ja? Wie ist da eure Einschätzung, René? Ich müsste es nochmal genau sehen. Ja, jetzt ja sehen. Haben wir natürlich, klar. Ja. Ja, also wir werden ja immer wieder vor den Saison auch in den altbewährten Schiedsrichterbelehrung darauf aufmerksam gemacht, dass alles, was mit offener Sohle ist, da auch wirklich... Hier sieht es natürlich ganz schlimm aus, Entschuldigung. Ja, mit der Höchststrafe bewertet werden kann. Ja, ich glaube, ja. Es ist auch das Sprunggelenk, glaube ich. Ich finde, man kann in der ersten Szene eine rote Karte da geben, da muss man eine geben. Also ich finde, dass Stuttgart da echt gut bedient war. Ich glaube, hier ist ja auch der Kontaktpunkt, ist wirklich das Sprunggelenk. Und das ist, glaube ich, nochmal, was für ein Schiedsrichter auch entscheidend ist, ob das jetzt der Fuß ist oder das Sprunggelenk. Und das ist natürlich schon ein sehr heftiges Einsteigen gewesen. Auch wenn man da keine Absicht unterstellen mag, aber es... Herr Dietrich, was ist in der Halbzeit dann passiert? Also ihr habt ja in Unterzahl ganz gut gespielt gegen Hoffenheim und dann... Ja, ich weiß nach nicht, ersten Torseite auseinandergebrochen. Ich war in der Kabine der Halbzeit, deswegen kann ich schlecht sagen, was in der Halbzeit passiert ist. Aber zunächst mal waren wir alle zufrieden mit der ersten Halbzeit, wie die Mannschaft aufgetreten ist, wie sie gekämpft hat, wie sie den Kampf angenommen hat, auch mit 10 Leuten nur, mit 10 Personen nur. Aber dann natürlich, wenn das fiel, sehr schnell ist 1-0. Schauen wir uns an, ja. 21 Gegner. Gleich danach ist 2-0 und dann ist irgendwo natürlich das ein bisschen auseinandergebrochen. Wobei zum Thema Video, wer weiß, auch nochmal. Also das darf auch in Unterzahl nicht passieren, muss man leider sagen. René? 4 Mann dahinten. Ja, ist viel zu einfach. Ich habe jetzt auch immer nur gelesen, dass Markus Weinzierl auch nochmal die Aggressivität im Training hat hochfahren lassen. Ja, es sind drei Stuttgarter. Natürlich ist es im 16er, da ist man immer ein bisschen vorsichtiger, aber das ist einfach zu einfach gegen drei Leute. Sieht aber schön aus, ne? Mit Gleitschutz. Ja. Ja, sieht gut aus, weil die Stuttgarter das einfach schlecht machen. Also die Hoffenheimer haben ja kurioserweise beschrieben, dass sie eigentlich mehr Schwierigkeiten hatten mit der roten Karte zuerst als der VfB. Sieht auch so aus, ne? Und dass dann wohl in der Halbzeit der Julian Nagelsmann noch mal detailliert beschrieben hat, was sie in ihrem Spiel ändern müssen, um in die Lücken zu kommen, die eine Mannschaft bieten muss, die nur mit 10 Mann spielt. Also, schauen wir auf das 2-0. Selja, deine Analyse vielleicht noch mal dazu. Nur 3 Minuten später. Ja. Ist das dann so ein Schockzustand, Celia, oder was meinst du? Ich muss schon noch ganz kurz zu Ende schauen. Ach, du wartest, bis der Ball im Tor ist, ne? Ja, so ungefähr. Ja, also, die haben mit Fünferkette nachher dann gespielt. Dann ist es, darf der Ball eigentlich da so nicht durchgehen. Und ich glaube, es ist schwierig. Sie sind ein Stück weit auseinandergefallen einfach. Das war in dem ersten Tor schon so eine Unentschlossenheit. Keiner wollte in den Zweikampf gehen, um ihn aufzuhalten. Und hier ist es dann so, dass sie alle irgendwo einen Schritt zu spät sind und einfach nicht auf der Höhe sind. Und dieser diagonale Ball, der passt dann da rein.
er schiebt ihn ganz frei ein. Das darf in der Form mit 5 Mann, auch wenn man in Unterzahl steht, meiner Meinung nach nicht so passieren. Ja. Warum passiert es trotzdem, Jens? Ja, Unkonzentriertheit. Zumal in der ersten Halbzeit sie immer wieder probiert haben, ja, über die Kette diagonale Bälle reinzuspielen. Das ist das Rezept gewesen, das Hoffenheim die ganze Zeit hatte. Und dann darf die Innenbahn nicht aufgemacht werden, dass der Ball da durchgespielt wird. Die muss geschlossen sein, dass er da nicht durchgeht. Die Defensive war so stark, ne? Ja gut, in Suhr hat er gefehlt, natürlich genau die Position, wo er gespielt hat, wo die ersten zwei Tore gefallen sind. Klar, wir hatten niemanden auf der Bank, der von der Position eingewechselt werden konnte. Tommy hat dann mehr oder weniger die Position übernommen, der normalerweise eher ein offensiver Spieler ist. Das war sicherlich dann die Schwachstelle, die erkannt worden ist bei uns in unserem Mannschaft, in unserem Spiel. Und da sind die beiden Tore gefallen. Und wieso habt ihr keinen auf der Bank gehabt, der da spielen kann? Ja, Augo war krank, der war wieder fit gewesen, aber hat sich ja morgens, musste er nach Hause gehen, weil er eben Grippe hatte. Der hat gefehlt. So. Mhm. Kempf ist verletzt, noch verletzt, unser Neuzugang Kempf. Also da, schlicht und ergreifend, hat was gefehlt, ja. Na gut, dann schauen wir uns gleich nochmal, oder fragen Herrn Dietrich nochmal, wie er den Weg aus der Krise mit seinem VfB finden will. Und ja, noch Horst Held, der hat sich wahnsinnig aufgeregt über diese Szene. Was gesehen, also was dahinter steckt und warum er so getobt hat, das alles gleich bei uns vor. Können Sie 3000 Euro gewinnen, ein iPhone XS plus Apple Watch. Viel Glück dabei. Hi von Arno und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Innerhalb von 12 Minuten kassiert der VfB Stuttgart gestern in Hoffenheim in Unterzahl 4 Tore. Wir schauen auf die 57. Minute, Herr Dietrich. Und wir sehen Pavard am Boden liegen. Sie sagen, faul? Ja, eindeutig. Es war ein eindeutiges Foul im Mittelfeld, aber natürlich, auch da hätten wir uns nicht gewünscht, dass der Videoschiedsrichter eingreift, aber hat er nicht gemacht und kam es doch. Haben Sie keinen guten Draht zu dem, oder? Ich weiß nicht, wer das war in dem Tag. Hier sehen wir die Szene. Ist das ein Foul? Nee, ne? Für mich nicht, oder? Für mich in dem Moment auch nicht, nee. Ist der Hoffenheimer Spieler nicht eher am Ball sogar? Für mich gibt es eigentlich gar keine Diskussion. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, Foul zu gehen. Jens? Steffen? Ja, dass Herr Dietrich dann faul sieht, finde ich auch völlig legitim. Also finde ich jetzt nicht, das war nicht meine Frage. Das war aber jetzt nicht meine Frage. Nicht so ganz meine Frage. Aus neutraler Sicht ist es möglicherweise keins. Jens, ja, der Hoffenheimer, du bist neutral. Der Hoffenheimer spielt den Ball, also ich hätte es jetzt auch nicht gepfiffen in dem Moment. Und die Frage ist natürlich, warum sich Pavard dann in den Hals fasst. Das kann ich nicht beantworten, das weiß ich nicht. Ich habe das Spiel live, die Szene sehe ich langsam zum ersten Mal. Für mich war es in dem Moment klares Foul. Okay. Also im Stadion war es ein Foul für Sie, jetzt, ja. Jetzt sagen Sie, nö, ne? Gut. Bleiben Sie dabei. Wenn ich komme, gucken wir uns das selbe Tor noch an. Selbe Torschütze, Belfodil. Und Herr Dieter, ich habe. Das ist das, was du sagst. Warum will man alles spielerisch noch lösen, wenn man schon 0-3 zurückliegt, oder? Ja, dann geht es in erster Linie auch um Ergebnisbegrenzung. Tut mir für Christian Gentner, der wirklich wie kein anderer diesen Verein lebt. Und ich bin sicher, dass er auch absolut vorne weggehen wird, jetzt in den nächsten Wochen. Und ja, das ist dann auch Fußball. Das kommt dann eins zum anderen, will den Ball einfach zurückspielen und hat, glaube ich, relativ schnell gewusst, dass das... Da kommt eins zum anderen, dafür zahlt es jetzt nochmal bitte schnell. Herr Dietrich, Sie haben aber unter der Woche gesagt, Sie erwarten gerade auch von den erfahrenen Spielern, und da zählen wir jetzt mal Christian Gentner, Mario Gomez, einfach mehr. Ja, warum können die das nicht umsetzen gerade? Ja, die sind einfach momentan nicht in der Verfassung, wie sie letztes Jahr in der Rückrunde waren. Ich kann das im Detail nicht erklären, was die Gründe dafür sind. Ist einfach so. Hm. Aber das nur an den Spielern festzumachen, wäre einfach zu kurz gegriffen. Ich glaube, die Mannschaft insgesamt hat, auch wenn es sich blöd anhört, nach dem Ergebnis von gestern, schon begriffen, dass jetzt ein Abstiegskampf ist. Endgültig begriffen. Und ich glaube, das gilt für die ganze Mannschaft. Hm. Und in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten Halbzeit, habe ich nicht das Gefühl gehabt, die Mannschaft lässt sich hängen. Die Tore waren natürlich fürchterlich, klar, auch so kurz nacheinander. Aber ich bin der Überzeugung, die haben jetzt verstanden, um was es geht. Und das werden sie hoffentlich dann in den nächsten Spielen auch zeigen. Aber es geht dann nur noch rein um den Klassenerhalt?
Natürlich, ganz klar. Wir haben, wie gesagt, Platz 9 bis 13 ausgegeben. Wir haben noch 3 oder 4 Punkte dahin. Das ist, hört sich zunächst mal... Machbar an, ne? Ist machbar, aber klar, wir wissen, wie ernst es ist. Ganz klar. Hm. Aber es ist machbar, natürlich. Was muss jetzt passieren? Außer Punkte holen, ist klar. Also deswegen hoffen wir natürlich, wir haben momentan 2 Verletzte, die für unser Spiel sehr wichtig sind. Doni ist vorne. Und, wie lange brauchen und die Sosa. Ja, ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, er wird wahrscheinlich in der letzten Länderspielpause wieder dazukommen. Sosa wird länger dauern wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht genau. Da habe ich keinen aktuellen Stand jetzt. Er ist ja im Länderspiel in Kroatien verletzt worden. Kempf kommt wieder, beginnt jetzt im Training wieder. Das heißt, wir haben dann auch wieder mehr Alternativen in verschiedenen Positionen. Klar, wir müssen natürlich jetzt gucken, dass die drei wieder bald wieder kommen. Und dann hoffen wir, dass die Mannschaft mit der Einstellung von der ersten Halbzeit von gestern wieder dahin kommt, wo sie hin muss. Wir haben die Frage der Woche noch aufzuklären, Ruth. Genau, und wir haben auch gefragt, wie zuversichtlich die Fans sind, ob eben der VfB mit Weinzierl den Weg aus der Krise findet. Da ist die Meinung sehr zweigeteilt. Schauen Sie mal, wir haben die Auflösung sport1.de/mittendrin. 51% sind zuversichtlich und glauben daran, dass das klappt. Und jetzt wollen wir die Frage der Woche, wie gesagt, auflösen. Also, wer ist schuld am Absturz des VfB? Wir haben viele Argumente und Gründe gehört, hauptsächlich vorgetragen von Oliver Trust. Jetzt wollen wir aber Sie hören, liebe Zuschauer, hier die Antworten am Dopafon. Der Trainerwechsel in Stuttgart zeigt wieder einmal, dass alles auf dem schwächsten Glied, nämlich dem Trainer, ausgetragen wird. Und das ist eben eigentlich nicht die richtige Lösung. Spieler kann man nicht entlassen. Aber jetzt läuft es nicht und schon ist der Trainer weg. Beim VfB ist einfach die Vereinsführung nicht konstant. Sie wechselt ständig und auch die Trainer wechseln ständig. Da ist keine Stabilität dahinter in dem Verein. Die Kaderzusammensetzung ist einfach zu schwach für die erste Liga. Man hätte einen Trainer verpflichten sollen, der auch mal Akzente setzen kann. Der VfB Stuttgart hat letzte Saison über die Verhältnisse gespielt. Man sieht das jetzt, dass es nicht funktioniert. Auch der Trainerwechsel ist in meiner Augen jetzt schon verpufft. Das war gar nichts. Und also ich prognostiziere, Stuttgart steigt ab. Okay. Leider wenig Optimismus, muss man sagen. Ne? Ja. Was mir noch irgendwie entzieht, ist, wir reden immer über die Kaderzusammenstellung. Also wenn ich jetzt richtig informiert bin, ist nur ein Spieler gegangen. Also im Vergleich zu der letzten Rückrunde. Und es sind neue dazugekommen. Und in Gonzalo Castro, jemand, der über 350 Bundesligaspiele hat, inklusive mir, wirklich den VfB vor der Saison um den Transfer auch beneidet hat. Also da geht es, glaube ich, der halben Liga so. Insofern hat man mit Daniel Ginczek jemanden abgegeben, der bei allem Respekt in den letzten 3 Jahren 2 Jahre verletzt war und dann sehr, sehr gut gespielt hat, aber aus wirtschaftlichen Gründen absolut nachvollziehbar. Und jetzt haben wir einen Spieler, der weggegangen ist und gute Spieler dazugekommen. Und deswegen, also da von einer schlechten Kaderzusammenstellung zu sprechen, finde ich auch ein bisschen schnell. Sagt der Dietrich ja auch nicht, ne? Oder? Ja, genau so ist es. Ich wollte ihn einfach nochmal irgendwie zur Seite springen, aber so ist meine Empfindung. Ja, klar. Also. Das war das Empfinden aller Experten, also mit Ausnahmen. Aber. Reicht das? Aber Herr Dierich, Sie haben ja gemerkt, ich wollte ja schon fragen, ob er überhaupt noch... Mehr, das kann ich Ihnen versichern. Ich wollte aber fragen, ob er noch da ist, weil er so ruhig geworden ist. Ne? Oder? Ich habe von rechts gar keine Beschallung mehr auf meinem Ohr hier an der Stelle, muss ich sagen. Wir haben von Oliver aber auch gehört, genug Geld ist ja in Stuttgart vorhanden. Ihr habt zwar auch schon eine Menge investiert, jetzt wird es langsam dunkel, kalt, der Winter naht. Macht er da noch mal... Das wird sicherlich als Schwabe abhängen, wahrscheinlich nicht so einfach, davon aber abhängen, die Tasche wie noch mal unsere verletzten Spieler zurückkommen. Ganz klar, ja. wenn wir die verletzten Spieler so zurückbekommen, wie wir es glauben, dass es möglich ist, glaube ich nicht, dass es notwendig ist, den Kader massiv zu verstärken. Ansonsten werden wir sicherlich was tun müssen, ganz klar. Und auch können. Wie immer die obligatorische Frage, wie viel würden Sie in die Hand nehmen wollen? Och. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also das ist jetzt momentan. Ich habe schon eine Ahnung, aber das ist kein Problem. Moment! Jetzt haben Sie sich gerade selbst widersprochen. Aber wann müssen Sie die Entscheidung treffen dann? Bitte? Wann wollen Sie die Entscheidung treffen? Ja gut, die Entscheidung wird es davon abhängen, wie es, wie gesagt... Kann sich ja noch einer verletzen zum Beispiel, Wir haben ja jetzt in der Länderspielpause, gehen wir davon aus, dass die, wie gesagt, mindestens 2 der verletzten Spieler wieder vollkommen fit sind. Und davon wird es auch abhängen, ob vorne was tun müssen oder wo auch, in welcher Position auch immer. Oder eben auch nicht, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit dazu. Wo haben Sie am meisten Bedarf, Jens?
Mir fehlen oder helfen Sie? Nein, mir fehlen Aufzählungen Daniel Didavi. Ja, der ist jetzt im Moment auch nicht dabei. Und ich sehe auch, dass der Kader eigentlich ausgewogen ist. Ja. Ja, viel Erfahrung, viel junge Spieler. Das Problem ist jetzt, die jungen Spieler, die verpflichtet worden sind, kommen jetzt gerade in eine Mannschaft rein, die nicht funktioniert. Ja, junge Spieler müssen wachsen in der Mannschaft. Man sieht auch Sancho, der hat in Dortmund auch nicht sofort gespielt. Der kam langsam rein, aber dann in eine Mannschaft, die funktioniert. Die Takt war, meinst du? Genau, die funktioniert. Und das ist halt in Stuttgart nicht so. Deshalb können die jungen Spieler natürlich das auch nicht aus dem Feuer reißen. Mhm. Bleiben Sie bei Ihrer mittelfristigen Perspektive? Ja, ganz klar. Wir haben letztes Jahr nicht geändert, als wir Siebter geworden sind. Haben wir auch nicht gesagt, das gehen wir noch mal nach vorne. Wir werden das natürlich nicht verändern. Wir haben einen klaren Plan dafür. Daran müssen wir arbeiten, dass es momentan nicht so aussieht, ist klar. Aber das ändert nichts daran, dass wir unsere Planung haben. Wir wollen in den nächsten drei Jahren im ersten Drittel die Liga sein. Das ist unser Ziel. Wie sehr hat Sie eigentlich geärgert, dass Eintracht Frankfurt Pokalsieger geworden ist? Bitte? Wie sehr hat es Sie eigentlich geärgert, dass Eintracht Frankfurt Pokalsieger geworden ist? Ja, es war für uns eigentlich war es, wir hatten eigentlich gehofft, wir schaffen sogar noch in die Europa-Liga, ganz klar. Rückblickend weiß ich nicht, ob es gut oder schlecht gewesen wäre, keine Ahnung, das kann man schwer beurteilen. In der aktuellen Situation wäre es sicherlich nicht einfach, wenn man noch englische Wochen hätte. Wenn wir so stehen würden wie jetzt, hätten wir sagen, das war die Doppelbelastung, Dreifachbelastung, aber das haben wir ja auch nicht. Im Pokal sind wir auch früh raus, ja. Also, kann nur besser werden. Wollen wir es so zusammenfassen? Wird auch besser. Machen Sie keine Sorgen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, muss ich auch noch mal sagen. Nach 2x04. Ne? Macht das. Und trinken gleich einen Versöhnungskaffee hier zusammen oder einen Klaus-Taler, was auch immer. Jetzt erstmal Sarah Valentina dran. Sie hat alle Infos und Quoten zur Partie Leipzig gegen Schalke heute noch. Danke, Sarah Valentina. So, in Europa gab es mächtig Ärger. Horst Held hat sich wahnsinnig aufgeregt über eine Szene, wo der Videobeweis mal wieder zum Tragen kam, ob das richtig oder falsch war. Das besprechen wir gleich vorher, Ruth. Was hat er genau gesagt? Was hat er gesagt? Und da schauen wir uns doch unterstützend einfach mal die Szene an, um die es ging. Also Hannover gegen Augsburg und Haraguchi kriegt da in der Situation aus nächster Nähe den Ball. Hier ist es an den Arm. Und der Schiri hat zuerst mal weiterspielen lassen, hat dann vom Videoassistenten Bescheid bekommen, also Guido Winkmann aus Köln, guck dir das nochmal an, und hat dann den Elfmeter gegeben. Und daraufhin hat sich Horst Held sehr echauffiert und hat gesagt, ich verstehe es nicht mehr und habe ehrlicherweise keinen Bock mehr, über so einen Mist zu reden. Der Schiedsrichter hat das bewertet. Es war keine klare Fehlentscheidung. Da haben die sich nicht einzumischen, sprich also die Videoassistenten. Jetzt ist eben die Diskussion entfacht worden. Klare Fehlentscheidung, ja oder nein, beziehungsweise wann schalten sich die Leute aus Köln ein? Wir wollen die Szene uns noch mal anschauen. Ich fand auch ganz, aus meiner Sicht natürlich nicht, aus der Sicht von Horst Held, ganz, ganz witzig. Er sagte immer zu dem Kollegen, der ihn interviewt hat, das ist eine 50-50-Entscheidung. Also es ist doch keine klare Fehlentscheidung. Da konnte man ihm nicht widersprechen, Steffen, oder? Das muss man ganz klar sagen. Was sagt ihr dazu? Steffen, was sagst du dazu? Also ich glaube, dass wenn genau diese Szene im anderen Strafraum stattfindet und Augsburger so den Arm draußen hat wie Haraguchi, dann steht Horst Held da und ist genauso sauer und sagt, wir sind vor der Saison eindeutig geschult worden. Wenn der Arm so rausgeht, ist es ein Strafstoß. Fertig, Ende aus. Da gibt's nichts. Aber wo soll der Arm denn sonst hin? Ja. Ja. Weißt du auch nicht. Näher an den Körper ran. Ja. Das ist in der Situation nicht möglich koordinativ. Also wenn ich diesen Ausfallschritt mache, kann ich... Lass Steffen das nicht noch mal vormachen, wie das geht. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich immer Spieler sehe, auch heutzutage, die greifen an mit den Händen hinten, kriege ich in meinen Körper gar nicht rein, wenn ich so angreife. Bei jeder Körpertäuschung kippe ich um und in der Situation... Das ist die Pinguinstellung übrigens, kennst du die? Ja, aber die macht mich wahnsinnig, wenn ich diese... Ja, wenn die vorher schon so dahin gehen. Wenn die da hingehen und da bin ich überhaupt nicht stabil und kann auch den Zweikampf oder die Körpertäuschung gar nicht mitmachen. Und ich wüsste nicht, wo der Arm hin soll. Ich glaube, in dem Moment war es für Horst Held wahrscheinlich auch eher so, dass der Schiri hat eine Entscheidung getroffen und dann trotz allem greift der Videoassistent ein. Und ich kann das in dem Moment auch ein Stück weit nachvollziehen, weil der Schiri steht davor und er zeigt an, nein, kein Elfmeter, keine Hand. Und deswegen
wenn schon... Du meinst dem nachträglich, weil es korrigiert wurde. Genau, der Schiri sieht die Situation, er bewertet sie und sagt, das ist kein Hand, er zeigt es an. Und dann daraufhin trotzdem, dass der Videoassistent sagt, hey, guck es dir trotzdem nochmal an, obwohl du es richtig gesehen hast, ist ja eigentlich schon fast so eine Vorlage zu sagen, du musst es anders bewerten. Und das ist dann in dem Sinne schwierig. Es ist wahrscheinlich immer so, welche Vereinsbrille man gerade aufhat, oder? Herr Dietrich? Ja, klar. Es so ein Elfer hätten Sie auch genommen. Sind, werden Fehler gemacht. Und da, ob das ein Fehler war... Dafür müssen Sie jetzt zahlen, wo Menschen okay. sind, den Fehler gemacht. Aber das ist für einen guten Zweck. Ja, bitte. Und ich glaube einfach, der Betroffene, wie Sie gerade sagten, wird sich darüber echauffieren. In dem Fall war es Horst Held. Umgekehrt wäre es auch gewesen, wenn es umgekehrt gelaufen wäre. Es ist einfach so. Die Regel insgesamt muss man in Frage stellen, ob das über den Videoassistent ist, nur notwendig war, einzugreifen. Und es wäre auch lieber gewesen, er hätte nicht eingegriffen beim Foul von Insua. So ist es. Aber das ist einfach so. Und er hat eingegriffen und deswegen dann war es zu unserem Nachteil. Jetzt war es zum Nachteil von Hannover. Fertig. Hand? Ich bin schon lange raus. Bei Hand, wann ist Hand? Ich verstehe man auch nicht. Hand, ich habe ehrlich gesagt als Spieler, protestierst du dann erstmal in der Hoffnung, dass da vielleicht was kommt, aber verstanden habe ich schon lange nicht mehr, wann gepfiffen wird. Ich glaube, wir brauchen mittlerweile auch einen Athletiktrainer. Ein Athletiktrainer beim Videobeweis, der sagen kann, wie er sich koordinativ verhält. Ja, wie gesagt, ich sage immer noch, wo soll der die Hand, was macht der? Der macht einen langen Schritt. Aus einem Meter wird er da volles Rohr an die Hand geschossen. Also völlig verständlich, dass die Augsburger da protestieren, aber da muss man schon irgendwie das mal einigermaßen vernünftig bewerten. Wie Jens richtig gesagt, wo soll er hin mit der Hand? Also ich habe es, wie gesagt, bin raus, ich habe schon lange nicht mehr verstanden. Düsseldorf gegen Wolfsburg. Auch da gab es eine Szene. Morales gegen Arnold. Also René ist jetzt kein Hand, sondern ist faul. Was sagst du dazu? Kommt gleich nochmal. Jens, wolltest du mal sagen? Ja, hau rein. Ja, es ist eine knallrote Karte. Also wenn man vorher darüber diskutiert, ob das eine rote Karte war bei Stuttgart, dann ist das eine knallrote Karte. Der geht nur auf den Fuß, der Ball war schon lange weg. Also, ja, da muss ein Video beweisen, da muss dann rot. Aber warum macht das dann wieder nicht, ne? Das ist doch wieder die Frage, oder? Es ist besser geworden, Steffen, haben wir vorher der Sendung mal besprochen, aber ich find, perfekt dass, geht wahrscheinlich dass es generell nicht, von der Linie her klarer ist. Es geht jetzt nicht mehr darum, bessere Entscheidungen herzustellen, sondern klare Fehlentscheidungen zu korrigieren. Du wirst immer wieder Situationen wie die finden, wo sie Fehler machen. Klar, wird also ist natürlich immer fies, ne? Von hinten, ne? So. Ja, geht nur, wenn man guckt, der Ball ist jetzt weg. Und Er guckt auch gar nicht auf den Ball, ehrlich gesagt. Er guckt wirklich den Spieler an und es war für mich auch die roteste von allen Karten. Eine Szene haben wir noch. Ach René, du bist aber Hand raus, ne? Was mache ich jetzt mit dir wieder? Ist wieder Hand. Ja, guck mal hier, der Freistoß. Ja, dann frag gerne jemand anderen. Nee, komm. mach du mal. Wenn einer was mit den Händen zu tun hat, dann du. Also Mauer, Freistoß und dann? Ja, ist gänzlich für mich eine andere Situation. Also hier steht Ruben Hennings in der Mauer und da kann man sich schon die Frage stellen, die Hand ist nicht so weit weg wie in der vorigen Szene beim vorigen Spiel in Augsburg gegen Hannover. Aber das kann für mich schon, ist auch keine, würde ich sagen. Obwohl, ja, er springt hoch. Ja, hochspringen muss er ja, ne? Oder in der Mauer kannst du die Hände schon anders als beim aktiven Verteidigen unten lassen. Also das kann man schon eher pfeifen davor, das hätte ich nicht gefunden. Also ich sehe es genauso. Für mich ist das eher ein Handelfmeter als der andere, weil er halt einfach hochspringt und jetzt sieht's so ein ganz bisschen aktiver aus, ne? In die Richtung auch geht und da es auch eher kontrollieren kann, weil es eine Standardsituation ist und eben nicht aus dem Spiel heraus, das ist ein Meter. Er weiß, was kommt, er weiß, der Ball kommt auf mich zu und ich muss jetzt hochspringen. Und in dem Falle denke ich auch, dass er sich geschickter hätte anstellen können. Okay, gut. Steffen, Düsseldorf steht genauso gut da wie der VfB Stuttgart. Ja, bei Düsseldorf nämlich konnte man das aber erwarten, bei Stuttgart nicht. Ja? Wie lange halten die am Trainer noch fest? Ne? Keine Ahnung, aber ohne, dass wir wieder einen Rauswurf jetzt fordern wollen. Beispiele, dass ein Trainerwechsel nicht zwingend kurzfristige Effekte hat. Und das ist immer so ich mag diese Frage auch nicht. Ich finde, dass wir davon irgendwann weg müssen. Jetzt nicht nur, weil Jens Keller da sitzt und er eine der unsinnigsten Trainerentlassungen der letzten Saison ertragen musste bei Union Berlin. Das ist wirklich eine Geschichte, wo ich
echt Zweifel habe, ob das immer sein muss, dass wir diese Frage als Journalisten diskutieren und dass die Vereine das auch häufig viel zu früh durchziehen. Mhm. Hast du auch keinen Bock mehr drauf, oder? Hast du überhaupt noch Bock, Trainer? Hast du überhaupt noch Bock, Trainer zu sein? Ja, der Job macht mir sehr viel Spaß und klar, es ist alles nicht ganz einfach, aber der Job an sich macht unheimlich viel Spaß. Hm? Wird in Leverkusen vielleicht ein Job frei? Muss man René fragen, der kennt sich da noch ein bisschen aus vielleicht, oder? Nee, Heiko Herrlich steht ja auch schon wieder in der Kritik. Ja, also ich glaube, dass jetzt... Spielen heute noch? Genau, dass das Spiel heute natürlich von extremer Wichtigkeit ist für Heiko Herrlich einfach. Wenn man in Zürich 3-2 verliert, wenn man die letzten Ergebnisse zugrunde nimmt, ist das einfach nicht das, was Leverkusens Anspruch ist. Das muss man ganz klar sagen. Und leider Gottes ist es dann so, dass dann oftmals der Trainer in Frage gestellt wird. Und gerade in Leverkusen, wenn man so den eigenen Ansprüchen hinterherhinkt, dann wird die Frage zwangsläufig kommen, ohne Frage. Also wir hören auch auf, heute damit über Trainer zu diskutieren. Wir haben noch ganz Schönes für Sie vorbereitet, ne? Das Freitagsspiel, Freiburg entzaubert, Borussia Mönchengladbach. Immer wieder erstaunlich, was Christian Streich da mit seiner Truppe auf die Straße bringt. Und das Tor des Spieltages, das fiel auch in Freiburg, gleich bei uns. Kai von Adel und Band live aus dem Hilton Hotel. Wir sind mal zurück beim Check 24 Doppelpass. Freiburg schlägt Gladbach 3-1 und in der Nachspielzeit ein Tor aus, gefühlt sag ich mal 140 Metern, aber es waren glaube ich nur 45. Jens, ich wäre gar nicht so weit gekommen, du auch nicht, oder? Bis läuft denn? Weit schon, aber genau war es Problem. Oder war's hier also weit konnte ich schon immer. Und wir haben das natürlich 48 sogar. Zähler, mal so ein Tor gemacht? Bestimmt ganz viele. Das ist natürlich so ein Ball, da freut sich ein Stürmer, der titscht schön auf und der nimmt den einfach und da passt einfach alles wunderbar. Ich glaube, der kann da jetzt die nächsten 3 Wochen von leben, von diesem Tor. Dieses Gefühl, so ein Tor reingemacht zu haben, den Ball so getroffen zu haben, das kann ganz schön pushen. Freiburg schafft das immer irgendwie wieder, ne? Wie guckt man als Mainzer da drauf? So ein bisschen denkt man auch, Nein, ich glaube, als Mainz, wir brauchen uns für unseren Weg auch nicht zu verstecken. Ne? 10 Jahre als Mainz in Folge in der Bundesliga zu sein, aber nichtsdestotrotz muss man da auch wirklich den Freiburgern höchsten Respekt zollen. Also was Christian Streich da Jahr für Jahr macht mit den Möglichkeiten, wie er die Spieler entwickelt, das ist schon aller Ehren wert. Und 3 Tore haben sie wieder geschossen, das würdet ihr in Mainz auch mal wieder gerne, ne? Ja, das ist richtig. Jetzt haben wir zumindest 1 geschossen gegen Bayern. Darauf können wir aufbauen. Das hat aber nicht geholfen, ne? René, wann greifst du eigentlich nochmal an? Ja, ich bin jetzt so, dass ich jetzt das nächste MRT abwarten muss und hoffe, dass ich wieder ins Lauftraining einsteigen kann. Und dann kann alles schnell gehen. Aber ich muss da auch ein bisschen auf die Mediziner vertrauen, weil ich will natürlich so schnell wie möglich, aber das muss natürlich alles im medizinischen Rahmen sein. Hast du so einen kleines Ziel, wo du sagst, ich würde gern dann wieder? Ja, Wintertrainingslager wäre schon toll, cool, weil es an die Wärme geht auch. Also, nein, aber ein Wintertrainingslager ist immer, das wäre schon schön, einfach eine Vorbereitung wieder mitzumachen. Also in die Wärme reisen ist okay, ne? Habe ich es richtig verstanden? Ja, im Alter nimmst du natürlich dann die Wo ist denn das Trainingslager, wenn du sagst Wärme? Weißt du schon? Ich denke in Spanien, ja. Nee, du denkst oder weißt? In Marbella, ja. Ach so, ja. Ich komme jetzt von Marbella zum Phrasenschwein. Keine Ahnung. Gut. So viel für die Reise haben wahrscheinlich nicht gespendet. Das reicht nicht ganz. Aber wir legen jetzt noch ein bisschen was oben drauf. Beziehungsweise die Zuschauer, die dankenswerterweise auch gespendet haben. Die Firma Auerswald GmbH und Co. KG aus Berlin. Dankeschön. Die Gaststätte Hockeduster, Gransee und Fahrschule und Versicherungsmakler Preißel. Vielen Dank. Check 24 verdoppelt wie immer an dieser Stelle. So, jetzt der Applaus. Genau. Und liebe Zuschauer, wir stimmen Sie natürlich auch auf die Pokalwoche ein. Unsere Sendung Pokalfieber morgen am Montag um 19 Uhr nicht verpassen. Also die Mainzer müssen ja gegen die Augsburger ran am Dienstag. Und falls Sie vielleicht ein bisschen spät eingeschaltet haben bei unserer Sendung oder irgendwas nochmal gucken möchten, die gibt es jetzt direkt im Anschluss in voller Länge auf sport1.de nochmal abrufbar. Also gerne ein paar Mal noch reinklicken. Der Pokal in Augsburg.
Die sind schon ganz gut drauf, ne? Schwierige Aufgabe, ne? Ganz ehrlich. Haben einen sehr, sehr guten Lauf. Vielleicht ist es genau das Spiel, was wir brauchen, um diese K.O.-Spiele einfach, um auch wieder den Bock umzustoßen. Und wir sind zuversichtlich, verstecken uns da nicht und werden auch auf Sieg spielen. Klar, gibt's ja noch. Ich hatte gehofft, dass du das sagst mit dem Bock. Ich habe leider kein Geld mehr. Ja, ich gebe dir mal eins, komm her. Doch, hier, 2,50 Euro habe ich noch einsteckt. So. Herr Dietrich, die nächsten Aufgaben des VfB. Wir spielen zwei Tage in Frankfurt und dann in Nürnberg. Und dann sieht es wieder besser aus, oder? Ja? Geht davon aus, ja. Hoffe. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank, dass Sie da waren nochmal. Großes Kompliment an meine Sport1-Expertin, Celia, Premiere. Aber natürlich auch an den Rest, René. Mir tut mein Knie auch gerade weh, deswegen leide ich so ein bisschen mit dir. Ich wünsche dir alles Gute, vor allen Dingen, dass wir dich nochmal auf dem Platz sehen. Dankeschön. Jens, du irgendwann wieder in der Bundesliga unterwegs? Irgendwann. Olli war jetzt so ruhig die letzte 20 Minuten, ich weiß gar nicht warum. Da lacht das Publikum. So, das Bier ist auch da. Steffen, Dankeschön, alles Gute. Gut, Dankeschön, Hajo von Heidel und Ben. Ich nimm's mal in die Hand. Was sagst du? Ich nimm's mal bevor mal in die Hand. Ist auch deine Premiere oder was sagst du? Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja? Die heißt es schon in alter Frische. Tschüss.